Ja, immer nur im Ärgern, Alter. So, hallo? Ich glaube, ich bin zurück. Ja. Hi, long time no see. Entschuldigung, dass ich 3 Monate gedodged habe, aber ich habe mir den kleinen Finger gestoßen und ich hatte so unfassbare Schmerzen. Ich konnte einfach nicht streamen. Was soll ich euch sagen? Aber jetzt ist das Geld wieder ausgegangen und die Subs sind runtergegangen, deshalb bin ich wieder da. Und natürlich habe ich euch auch vermisst. Und hey, ich habe ein neues Placement. Ich würde dir glauben. Karen, wo du jetzt sagst, ne? Also ich habe die letzten Tage so ganz oft WoW-Streams geguckt und entweder schalten die Streamer das selber oder Twitch dreht einfach momentan komplett durch, was das betrifft. Aber ich hatte letztes Mal 7 Werbungen hintereinander bei einem Streamer. Und ich glaube nicht, dass irgendeine Community das akzeptiert, ob man 7 Werbungen hintereinander schaltet. Ist das gerade bei Twitch so oder machen die Streamer das echt selber? Oh Mann, ich bin nur wegen WoW hier. Aber ich glaube dir nicht, Stella. Du hast nämlich dich vorhin aufgeregt, als ich gesagt habe, wir zocken ein Stündchen WoW. Twitch dreht durch, safe war der selbst. Aber so mitten im Stream, nicht am Anfang, wenn man reinkommt, sondern während man zuguckt, ne? Einfach so Werbeunterbrechungen oben rechts kam dann so ein kleines Fenster. Ich gehe mal ganz kurz auf Klo, okay? Warte, ich schreib mal der Mila. Ganz kurz auf Toilette. Hallo. Oh, danke, Stream Elements. Das hast du aber schnell gecheckt. Aber ich schalte keine Werbung. Und weil ich selber keine schalte, macht Twitch selber bei mir. Übrigens, jetzt wo ich Raffle lese, wir machen morgen. Heute ist Sonntag, ne? Wir haben morgen durch Schwester, also wir machen morgen nochmal einen Giveaway von einem Airbrush-Bild, weil wir haben eins nach unten für ein Giveaway. Das ist mit Kay Kusch Tinkepäckchen. Wenn ihr Bock darauf habt. Und Connection Loss, Dankeschön für den Prime im 7. Monat. Ich meine, Why Not ist ja was Kostenloses, ne? Und sieht schön aus. Machen wir morgen aber. Schick mir das doch einfach zu. Was steht da da? Junge, du hast die erste Version davon bekommen. Falls ich irgendwann mal übelst der Superstar werde, kannst du verkaufen auf eBay Kleinanzeigen. Für 100 Euro locker. Ich melde mich freiwillig als Gewinner. Ist ja nicht das Letzte. Wir haben ja schon mal eins für Giveaway. Aber wer hat denn das nochmal gewonnen? Boah. Ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr. Aber machen wir morgen. Und ich könnte eigentlich. Ich weiß nicht, was für ein Code das ist. Muss ich nachher mal gucken. Aber es kann sein, dass ich 1 Monat Game Time habe zum Verlosen für WoW. Also ich glaube, dass das so ist. Dann hauen wir das morgen auch direkt raus für die Leute, die WoW spielen.
Code, ein Code. Nicht Code, sondern Code. Wo ist denn Mila? Kaufen Sie Bilder von Curtis. Infos im Discord, Hashtag Merch. Dankeschön nochmal, aber du musst keine Werbung machen. Und Schmackomatz, Dankeschön für den Prime im 18. Hatte ich Connection Lost vorgelesen? Ja, hatte ich, ne? Ich hätte 3 Monate Discord Nitro übrig. Hat man ja vor kurzem jetzt umsonst bekommen, ne? Mila durchgezogen, kein Bock mehr. Ne, Mila zockt sowieso kein Twinkie mehr. Das ist eine traurige Nachricht für euch. Aber kann ich nachvollziehen, kann ich auch verstehen. Sie hat viel mehr Spaß auf Mila-Mila-Charakter. Das Ding ist halt, bei Twinkie, sie spielt so diesen ganz kompletten Grumpy-Charakter und will aber lieber offen sein für neue Kontakte und so. RIP Twinkie. Nee, nee, Twinkie ist nicht weg. Erstmal für eine kurze Zeit RP-Pause mit dem Charakter. Kannst die Leute halt nicht dazu zwingen, wenn sie keine Lust drauf haben, ne? Aber dafür habe ich mit Peanut Pläne und vielleicht klappt das sogar, Alter. Aber ich hab Bock drauf. Hallo Teddy, guten Abend. Und hallo Boilerkatze. Twinkie Dead confirmed. Ne. Das Ding ist halt, wenn du keinen Bock auf den Charakter hast, was willst du machen? Wenn du allgemein noch keinen Bock auf RP hast, so großartig. So ich, ne, wie schon Labik letztes Mal gesagt hast, so beim besten Willen, das ist aber dein Job. Ja, ich spiele zu 90%, aber weil ich auch Bock drauf habe und weil ich es will, weil ich sowieso zocken würde, ob Stream an ist oder aus. Aber du kannst eine Person, die überhaupt gar nichts davon hat und die sich da komplett 100% frei entscheiden kann, nicht dazu zwingen, dass die irgendwas zockt, was die nicht möchte. Wieso? Jeder soll das spielen, worauf er Bock hat. Neues Couple, Big P und Mila. Naja, zum Glück haben wir ja schon so eine kleine Story zwischen Big Peanut und Mila und so. Mal gucken. Ich habe mir auf jeden Fall nach dem Gespräch mit einem Bomber was vorgenommen. Und zwar, wenn ich eine Bubble habe, nicht permanent in dieser Bubble zu stecken zu bleiben im RP. Ich glaube, das killt auch meinen Spaß. Na, wir erinnern uns einfach mal daran, als wir unterwegs waren mit dem Pinsel und mit Mila und ich aus der Gruppe, aus der Bubble quasi rausgegangen bin ins Krankenhaus, um neue Freunde zu finden. So, das war echt erfrischender Abend. Und das müsste man irgendwie einfach beibehalten. Ich mache mir das selbst sehr oft schwer. Einfach, weil ich jetzt selber nicht sehe. Du bist mit Big P schon in der Pinsel-Willi-Bubble. Ja, aber du kannst die Bubble verlassen. Indem du einfach... Guck, pass auf. Ich gehe online mit Big Peanut. Das Erste, was ich mache, ist Pinsel anrufen. Das ist gleich in der Bubble. Wenn ich aber online gehe und einfach mein Ding mache, vielleicht trifft man auf dem Pinsel ganz klar und hängt dann zusammen ab. Aber mein Ding mache, dann bin ich nicht mehr in dieser Bubble. Curtis war auf Live auch immer auf der Suche nach neuen Leuten. Genau das einfach. Und ich habe das, glaube ich, verlernt. Also das zumindest habe ich mir vom Bomfer so sagen lassen. Bomfer meinte zu mir, durch den Junkie-Park-Gedöns und durch dieses Bubble mit dem Gang-Ding und so, hast du das einfach verlernt. Du hast damals ganz anders gespielt. So, du bist auf Leute zugegangen, egal ob so ein Gangster warst oder nicht. Oder weißt du, du hattest Spaß mit allen so. Ich sag ja immer, spiel dein Spiel und sei frei. Ja, da wünsche ich dir das aber einfach gesagt als getan. Weil ich check das auch manchmal nicht. Ich sehe das, man sieht das selber nicht. So, deshalb braucht man gute Freunde. Deshalb bin ich auch über Kritik im Chat, wenn jemand sowas im Chat schreibt. Letztes Mal hat einer gesagt, ich erinnere mich jetzt nicht an den Namen, aber wenn du den Curtis spielst, der jetzt so erwachsen ist, mit normaler Stimme, dann kommst du mal voll grumpy rüber. Und derjenige, der hatte recht. Weil Curtis, der Charakter, der ist auf Unity einfach totgespielt durch den Junkie Pack. Ich kann jetzt nicht auf einmal freundlich werden mit dem und mit allen cool werden und so. Ich habe mit so vielen Charaktern auf dem Server eine Background-Story, die immer negativ war, wegen dem Junkie-Pack halt. Das geht nicht mehr.
Justin, nicht so einen Merch von, im Sinne von T-Shirts oder so. Ich lasse mich gerne auf Sachen ein, wo ich weiß, da stimmt die Qualität und ich gebe keinen Schrott an Leute raus. Aber da habe ich bisher nur das mit den Airbrush-Bildern gefunden. Hallo Bolze. Und JPEG, Dankeschön für den Prime 32. Wir gehen jetzt auch eine Permis, okay? Ich weiß zwar nicht mehr, wie das funktioniert. Ging das der Nummer? Das Ding ist, dass du deine Chars ändern musst und nicht einfach unendlich viele Chars machen kannst. Das kannst du auch, das machen viele. Viele wechseln sehr oft den Charakter und machen sich neue. Im Prinzip, Bruder, kannst du machen, was du willst, Alter. Wenn ich will, kann ich mir jeden Tag einen neuen Charakter machen. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Oh. Teamspeak ist abgestürzt. Ich habe keinen Plan von der P. Ich akzeptiere das, was du uns hier gibst, weil ich denke, du machst das schon. Ich bin auch nicht perfekt, Bruder. Ich versuche zumindest. Ich will einfach nur Spaß haben und lachen. Und mich belustigen und euch belustigen. Mehr will ich nicht. Alles sagen, das ist mir egal. Warte mal, Merkulas hat ein Feature, Alter, mit DMX. Bye, have a beautiful time. Okay. Ne, das ist von 2019 gefühlt, aber ich kannte das gar nicht. Special Location heißt das. Warte mal, das habe ich an. Das habe ich an. Okay. So, ich locke in eine Pommes. Und Madjunk, vielen lieben Dank für den Resub im 7. Monat. Und ich habe dir schon wieder nicht geschrieben, ne? Bei uns regnet es gerade, ist ja nicht mal angenehm. Boah, ich bin so froh, dass ich ohne Dings schlafen konnte heute Nacht. Ohne Klimaanlage, aber ich habe trotzdem nicht lange gepennt. Ich glaube 5 Stunden und dann habe ich nur mal kurz Mittagsschlaf gemacht. Ich werde alt. Das kommt einfach mit dem Alter. Dabei habe ich dich sogar extra angeschrieben, dass du mich anschreibst. Aber du hast voll aggressiv geschrieben. Du hast gesagt, schreib mir, sonst klatscht dir einer. Aber ich schreibe dir. Ich schreibe dir heute Abend. Goofy Merkulis ist der, der John Paul, nein, nicht John Paul, Dings gedisst hat. Ah, Mann. John Kingston, Alter. Merkulis hat John Kingston gedisst, weil die ein Feature machen wollten und der wollte $2,000 haben und hat es auch bekommen. Und dann hat er nichts recorded. Hä, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Boah, einfach voller Catcher-Moment, Junge. Cockroach.
Alpha, das musst du den Teil fragen. Ich organisiere das mit den Rockern nicht. Gab es da keinen größeren Plan? Weiß ich nicht, Bruder. Wie gesagt, ich veranstalte das nicht. Keine Ahnung. Raven, sag ich sofort. Moment. Beautiful girl. Cocksucker. So, wie der Sound. Wir haben einmal Jesus Alvarez, das ist der Grim Bastard Character für die Events. Und ich wiederhole nochmal gerne, mit den Events habe ich nichts zu tun, das macht Ty, glaube ich, und Dexus vielleicht, weiß ich nicht. Dann haben wir die Goodies, der absolut fresh as fuck aussieht, Alter. Guck mich an, mein fuck is fast boy. Tatsächlich ist das Clubhaus der Grim Bastards schon da. Wer macht die Events? Ach, halt, Klappe, hab ich gerade schon mal gesagt. Dann haben wir Peanut. Und dann haben wir Cody Bourbon. Der ehemalige Militärtyp, der auf dem Server die Waffen verkauft. Der hat aber momentan keine. Oder hat wieder welche, weiß ich nicht. Ich musste die bestellen. Der wird aber offstream gezockt. Ich wollte ihn eigentlich mal onstream zocken, aber das ist nichts Spektakuläres. Und ich möchte auch nicht, dass da irgendwie Leute an die Informationen rankommen, wer wo welche Waffen gekauft hat. Also spielen wir die Bicke Peanut. Die Bicke. Assalamu alaikum, Cousinen und Cousins. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Hallo. Hallo? Ab in eine dicken Peanut Pommes. Bin mal gespannt, ob sie einen um ein Auto gekümmert hat. Notification Gang, we lit. Ja, oh mein Gott, das sieht ja ganz schlecht aus. Bruder, wo sind die Autos? Ach, der Opa Willi ist ja ausgezogen. Hallo, kann man mich hören? Hallo? Lübt alles, Chat? Geht alles? Och nö, nicht schon wieder GTA und wann WoW-Pommes. So, mal gucken, ob mich irgendeiner lieb hatte. Und mich mal angerufen hat, um zu fragen, wie es mir geht. Oh, mich Schildkröte. Heute. Oh. Oh, mich Schildkröte. Geht nicht. Warum? Hallo. Warum geht's nicht? Was mit dem Handy passt auch? Oh. Ich multitaskingfähig. Hallo. Hallo, Oma Schildkröte. Ich dachte, du bist tot. Nee, bin ich tot. Ich war auf Kreuzfahrt. Aha. Ich dachte, du bist tot, weil aus deiner Wohnung hat es fürchterlich gestunken. Na, dann hat da bestimmt irgendwer reingeschissen. Ich war noch nicht da. Und war deine Kreuzfahrt gut? Die war gut, ja, die war sehr erholsam. Oh. Ja. Wohnst du noch bei uns? Weiß ich nicht, habt ihr mich schon rausgeschmissen? Nee. Ja, dann wohne ich da wohl noch, aber dann hat mir irgendeiner ins Haus geschissen. Ich glaube, du hast nicht abgezogen, als du zu Kreuzfahrt aufgebrochen bist. Oh, das kann natürlich auch sein. War seitdem da keiner mehr drin, ne? Nee. Wir waren einmal vor der Tür und das hat fürchterlich gestunken. Wo ist denn mein Auto? Lebt mein... Warum laufe ich eigentlich wie so ein Idiot? Oh, ach, weiß ich nicht. Oh, Gottes Willen. Ui, der Frosch. Der lebt ja. Und hat schon wieder keiner gefüttert. Oh, dann komm zu dem komischen Burgerladen. Ich geb dem ein Stück Gurke. Ja, schieß, Maki.
Maki mit Soße. Was gibst du dir im Kram? Maki. Auf der Verpackung stand Maki. Ach so, Mann. Du meinst den Sushi. Ist das Sushi? Makis Sushi, ja. Okay. Ja, mein Auto wurde, glaube ich, abgeschleppt. Mitten auf dem Grundstück. Ich kümmere mich erstmal darum. Okay, okay. Okay. Aber bis sonst gleich, geht's dir gut? Ja. Geile Oma, du. Oh, sag mal, jetzt ist jetzt sowas, sagt man aber nicht. Entschuldigung. Ich war lange nicht draußen. Ich muss Sachen kompensieren. Oi. Hast du meinen Puddingteilchen Twinkie gesehen? Nee, ich bin nur vom Hafen hier hingefahren. Ich war noch gar nicht beim Haus. Komisch, der hat vom OG Toasty den Altar die Kerzen ausgepustet und das Bild von der Wand gerissen. Und da stand nur ein Zettel, da stand drauf, ich bin auf OG Toasty Fan-Tour mit 50 Leuten aus einer Internetgruppe. Ui, wie ist denn das? Weiß ich nicht. Jetzt kein OG Toasty. Ach so, OG Toasty ist so eine Musikerin. So eine Rapperin, die Stadt bekannt. Oh, okay. Naja, ich kenne die nicht. Ja, und jetzt ist die da mit, oder was? Ist sie weg? Anscheinend schon. Vielleicht ruft die mich ja mal an. Ja, das wäre doch mal was. Ich gehe jetzt mein Auto besorgen. Ich melde mich später, Omi Teutel. Okay, okay. Bis später. Bye-bye. Tschö. Oh, Pinsel hat auch angerufen. Ich kümmere mich erstmal jetzt um mein Auto. Oh. And is it making a beautiful girl? Aua. Ich hab Hunger. Was geht ab, Biggie? Was geht, Pina? Mein Auto wurde schon wieder abgeschleppt. Schon wieder? Ja, immer. Immer kommt der Muhammad oder der Cheating Kaya und klaut mein Auto weg. Du warst lange nicht mehr da, ne? Und ich war drin, ne? Und mein Tasche hat Fahrrad hier bei Cody. Was willst du? Was für ein Montageabend. Biggie, soll ich deine klatschen, ne? Wer, ich? Warum? Was kommt? Ich ruf dich gleich an, okay? Ja, kannst du machen. Okay, ich geh mir zuerst ein paar Snacks kaufen. Ja, komm doch zu Cody. Ne, ich will Süßes. Da musst du zum Diner. Ne, krieg ich auch hier eine Tankstelle. Oh mein Gott. Stimmt, an der Tankstelle gibt's auch Funkwäsche. Und die kaufe ich mir jetzt eine Tüte. Hast du schon ein Actionpüppchen geholt diesen Monat? Weiß ich nicht, welcher Monat ist denn? Juni. Nö, ich glaube noch nicht. Dann beeil dich, ist noch Platz. Du hast auch ganz Tag nichts Besseres zu tun, als Actionpüppchen da zu holen, ne? Ich stehe schon seit 20 Uhr hier wegen dem Otidosimli. Oh, gibt's das heute? Das gibt's jeden Sonntag um 21 Uhr. Aber nur 5 Stück. Ist heute Sonntag? Ja, das Menü ist schon weg. Die 5 Otidos. Ich bin eh nicht so ein Fan von ihrer Musik. Ich schon, ich finde es cool. Ach ja, ich habe ein Autogramm von der und eine Schallplatte. Habe ich getrinkt bekommen. Ich habe das jetzt auch, das gibt's ja an dem Menü. Weißt du, was Bosch ist? Was ist das? Das kann man ja kaufen. Auf der Verpackung steht Borscht. Borscht? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber das kostet $150. Das bestimmt irgendein Essen für reiche Leute. Ich kaufe mir Crack-Müsli. Crack-Müsli? Ist der Crack? Und einen Cookie. Und was ist ein Kokauseln? Wie bitte, Pina? Was ist Kokauseln? Kokova heißt es, glaube ich. Nein, Kuckauwin.
Das kenne ich nicht. Dusches, Bier, Erdkreuz, Pfefferminz, weil ich habe immer Mundgeruch. Ego-Scheiße-Energie regelt für den Power. Eiskaffee. Ich hole mir Milch. 5 Liter. Okay, Biggie schmeckt mich später. Muss erst mal mein Auto besorgen. Okay. Mach das, Fina. Bis später. Ciao. Ciao. Biggie ist so ein netter Typ. Fick dich. Verarscherei hier. Peanut, wir brauchen einen neuen Job. Ach stimmt, wir wohnen ja da hinten, ne? Wir wohnen ja direkt hier unten. Ist die das? Ha, bleib stehen. Hey, du da. Bleib sofort stehen. Rede. Kannst du was sagen? Hallo? Hi, was machst du da? Hi. Hi, du bist OG Toasty. Hi. Was machst denn du hier? Oh. Heute ist nicht ich mein fest. Tag. Oh nein, Hilfe. Das kenne ich. Oh nein. Ich steck fest. Oh. Du musst mir helfen. Oh. Was? Wo bist du hin? Ich versteck mich. Warum? Du musst mir helfen. Ich steck fest. Hab mich befreit. Was machst du? Was machst du hier? Ich hab nur... Ich hab Milch gekauft. Arrogant, nur weil du ein Superstar bist. Ich bin nicht arrogant. Und was machst du hier in meiner Gegend? Das ist meine Gegend. Ich wohne hier. Gar nicht, du wohnst... Du bist das. Du. Dein V. Dein V. Wo ist meine... die? Ja? Ja? Die was? Ist auf OG Toasty... Die ist auf OG Toasty Fanclub-Treffen. Deine V, die stalkt mich. Oh. Ja, die hat ich auch gern voll lieb. Und ich hab keine Ruhe. Oh. Und das macht mich traurig. Und dann ist da noch der Typ. Oh. Welcher Typ? Der von mein Hack. Oh. Kann dir leise scheinen. Danke. Ja, okay, beruhig dich das mal. Hast du mich gesehen? Nein, hallo? Ich guck grad. Ja? Was? Hast du gesehen? Ich war voll gefährlich. Pass auf, deine Frau, die stalkt mich. Ja, und die hat dich auch lieb. Bestimmt auch vor mein Haus. Was hat die von deinem Haus? Geparkt. Mit deinem rustiges Auto. Nee, wir haben kein rustiges Auto. Ach ja, ihr seht so aus, als hättet ihr ein rustiges Auto. Nur ich hab einen super Rebell, GTS. Und das ist ein rostiger Rebell, der vor mein Haus parkt, den ich jetzt abschleppen musste. Das ist nicht von... Nö, das ist nicht mein Auto. Meine Frau hat einen Altar von dir mit Kerzen und Bildern von dir. Mhm. Und die Kerzen brennen immer. Und die halt ausgepustet und die Bilder von der Wand gerissen. Und da ist jetzt ein Zettel, da steht... Hallo, Puddingbäckchen, Schweinebäckchen. Ich bin auf OG Toasty Fanclub Reise mit meinen Freunden aus dem Internet. Ja, und die hat mir nicht angerufen, nicht Bescheid gesagt. Ja, das ist doch voll gemeinlich, oder? Ja. Und mein Auto wurde abgeschleppt. Da,
Dein Auto? Ich musste mein Auto jetzt auch holen. Aber jetzt musste ich das davor stellen, damit kein rostiger Penner seinen rostigen Rebell vor mein damit hab ich nichts gutes zu tun. Haus stellt. Nun, das hoffe ich für dich, sonst verkacke ich dich auf deinen komischen Aluhut und dein rotes Shirt. Ich hab gar keinen Aluhut. Ach ja? Das ist mein Fischerhut. Fischerhut. Ja. Und die hat noch auf dem Zettel geschrieben, dass sie auf dem Fanclub-Treffen sind und die besuchen alle Konzerte in Europa. Hallo. Und riechen an den Sitzen, wo du drauf gesessen hast. Oh, das ist... Deine Frau, die klingelt immer und leckt mein Türgriff. Meine Frau ist verrückt nach dir, die nennt mich sogar beim Unga Bunga. Nennt die mich, oh, die Toasty gibt's mir hart, Digga. Hat aber das ist krank. Ja, irgendwie. Die ist auch krank. Die nennt mich wie du im Bett drinnen. Aber ich möchte es nicht. Die muss mal auf den Teppich kommen. Die kommt ich meine, das Teppich. Ist ja voll süß und so. Aber das ist zu hast viel. Hast du da drüben Käse-Makaroni? Käse-Makaroni, lass mich gucken. Ich hab Wales. Ich hab Crackers. Ich hab irgendein Hey, das zeigst du! Tuna. Ist das hier wo Toast? Bist du hin? Seafood hab ich. Plain Floor. Nein, ich such Käse-Makaroni. Hier sind keine Käse-Makaronis. Ich seh nicht. Du bist hast schuld, du da dass meine Frau kann? Weg ist. Hä? Ich konnte nicht mal die CD und das Autogramm geben, was du mit ich hab ja wohl voll nicht gesagt. Ich hab ja wohl voll nicht gesagt, dass die weg soll. Nee, aber die fliegt jetzt nach Europa mit dem Fahrrad und riecht an jedem Sattel und Sitz, wo du drauf gesessen hast. Aber nur, weil ich die saß verrückt da, glaube ich, noch nie auf dem Fahrrad. Die hat doch einen kompletten Stadtplan von dem Park, wo ihr wohnt. Mit Lüftungsschächte aus den Häusern und so. Aber ich kennst wohne du Cameron allein zu Hause? Ja. Kennst du die Pläne, die der gemacht hat? Das hat ja. Auch von deinem Haus gemacht. Das ist krank irgendwie. Die ist halt ein super Fan, ne? Ja. Aber was mache ich dafür? Weiß ich doch nicht. Und mein bester Freund Pinsel hat auch Twinkie erzählt, dass der ein Vita mit dir macht und so. Und dann ist die komplett... Die hat uns gar nicht geglaubt. Nicht geglaubt? Nö. Aber das stimmt doch. Ich habe ein Poster von dir in meinem Zimmer. Echt? Mhm. Zeig. Ich kann dir nicht das Schlafzimmer zeigen. Warum nicht? Du bist zu klein dafür. Nein. Vorher musst du einen 300-Seiten-blättrigen Vertrag unterschreiben. Aber ich bin groß. Nee, du bist klein. Nee, ich bin groß. Du kannst ja nicht mehr über die Cornflakes gucken. Kann ich ja wohl. Du hast mich auch letztes Mal geärgert. Du hast gesagt, ich bin immer frech. Aber du warst auch frech. War ich überhaupt nicht. Warst ich bin der liebeste, netteste Kerl in komplett Los Santos. Du warst aber da, warst du aber da warst du nicht mehr nett. Ich weiß nicht mehr, ne, was da genau passiert ist, aber ich weiß, ich hatte auch nicht ganz Unrecht. Das stimmt nicht, ich wollte mich von der Brücke stürzen, weil ich so traurig war. Aber nur weil du dich von der Brücke stürzen möchtest, gibt dir das kein Recht. Doch. Nein. Nein, dann kann ich ja mich auch von der Brücke schmeißen und sagen, guck, ich hatte recht. Das darfst du aber nicht. Ja, mach ich dann aber. Das ist aber verboten. Dafür und dann können wir jetzt sehen, nein! Zuerst springen. Nö, dafür kommst du ins Gefängnis. Und du nicht? Nein. Jawohl, voll. Ich will dir ja gar nicht sagen, welche Brücke ich nehme. Ja, vielleicht nehme ich sonst auch eine höhere und dann hätte ich wahrscheinlich mehr Recht als du. Das ergibt keinen Sinn und mein Gehirn tut davon weh, wenn ich darüber nachdenke. Ja, auf jeden Fall ist meine Frau weg wegen dir. Und du warst böse zu mir. Und mein bester Freund Pinsel, der hängt dir nur in der Arschbacke. Das ist gar nicht wahr. Wohl, der ist ein Schneiper. Der hat mich nämlich ewig nicht mehr angerufen, nur heute. Und dann habe ich den angerufen, aber der ist gar nicht angegangen. Und
Aha, du willst ihn also anmachen, ja, ja. Nee, nicht Hattest anmachen. Du nicht einen Freund, den super coolen, ja, starken? Ich habe einen Freund. Den super coolen, gut aussehenden, starken Typen, von dem alle reden? Ja, bist du eifersüchtig oder wie oder wer? Multimillionär, der reichste Mensch hier? Ja. Ach ja, wo ist denn dein Freund? Ich habe den noch nie gesehen. Der existiert bestimmt gar nicht. Der ist bestimmt nur in deinen Fantasien. Siehst du, du bist so gemein. Nein. Hey. OG Toasty. Oh. Ich wollte nicht gemein sein. Ist so gemein zu mir. Oh, ist das ein neuer Track von dir? Nein. Du bist gemein zu mir. Oh, meine Schuhe passen nicht zu meinem Outfit. Warum? Du hast, ach, das sind orangene Schuhe. Die sehen teuer aus. Warum scheißt du mich an? Verhält sich wie meine Frau. Du bist auch gemein wohl. Mach doch so einen Track mit. Du bist gemein zu mir. Aber auch wenn du mal. Dick und verlustig bist, du bist gemein zu mir. Aber du bist gemein zu mir. Aber du bist gemein zu mir. Hey, du kannst singen. Auch wenn du nur einen Zahn besitzt und ich jeden Tag auf mein Arsch sitz, du bist gemein zu mir. Aber du hast einen Freund in mir. Ja. Wenn ich mit dir befreundet bin, kommt bestimmt Twinkie zurück. Freunde? Ja, wenn ich der sagt, ich bin ein Freund von OG Toasty. Aber da musst du auch lieb sein, lieblich. Ich bin mir. Voll immer lieb. Guck mal, ich habe sogar meinen Rasen mehr. Und guck mal, wenn ich den Knopf drücke, dann mache ich Amazon Prime in den. Und spielst du auch mit mir? Was? Wie alt bist du? Noch 2 Tage, dann bin ich 2. Und da musst du einmal eine 6 dahinter machen. 26? Ja. Boah, du bist voll alt, ne? Ach ja, nein, nein, du bist voll du jung. Denn? Weiß ich nicht. Hier, guck mal auf meinen Ausweis. Boah, du bist ja, bin voll alt schon. Du bist ja uralt. Das stimmt nicht, das Geburtsdatum stimmt nicht. Du bist ja ein wichtiger Dinosaurier, aber happy Geburtstag nachträglich. Happy Geburtstag. Das ist nicht mein Geburtsdatum. Ich habe am Flughafen falsch angegeben. Ich wollte Erwachsener wissen. Das darf man nicht. Ach ja, darf man ja wohl. Und wie alt bist du wirklich? 30. 30? Ja. Oh. 13 Jahre davon war ich dünn. Echt? Ja. Ich Was weiß, dann wie es passiert? Ist. Was dann passiert ist? Ja. Dann hat bei uns in Arizona das McDonald's aufgemacht. Oh. Ah. Oh. Habt ihr gedacht, wenn ihr hier hinkommt, dann ohne McDonald's, dann werdet ihr wieder dünn? Nein, ich will Aber gar nicht dünn sein. Aber da habt ihr sein. Wohl nicht mit Cody gerechnet. Warum? Nein, ich will nicht dünn sein. Ach so, nein? Nein, warum? Ich weiß nicht. Machst du, findest du dicke Menschen, findest du Kategorien, machst du die in einer anderen Schublade als andere Menschen? Nein, ich finde, die sind kuschelig. Ich bin noch kuschelig. Man möchte immer die Dicken und mein Opa, der hatte einen ganz dicken Bauch und als Kind durfte ich immer mein Köpfchen da drauf legen und das war Aha. immer schön. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein Guss bin, dann möchte ich einmal
Mann, der auch einen Bauch hat. So. Aber dann habe ich Kürtis getroffen und... Naja, wo sowas halt hinfällt, ne? Ist alles okay mit dir? Du atmest so komisch. Ja, alles gut. Okay. Ich habe mir nur vorgestellt, wie ich laufe. Oh, komm. Wohin? Ach so, zum Glück sitze ich auf meinem Rasenmäher. Warum bist denn du zu Fuß unterwegs? Du hast doch voll den reichen... Naja, weil ich mein Auto da lassen musste. Damit kein rostiger Rebell davor steht. Und nun... Ist das KC-Rebell? Der mit dem Fischaugen? Warte, habe ich jetzt Tinken geholt? Ja, okay. Oh. Ich habe Milch gekauft. Oh. Noch einen. Du bist eine richtige Schnapsdrossel. Mm-mm. Ist das kein Alkohol? Mm-mm. Das ist Milch. Soll ich bei dir im Park die Hecke schneiden? Mein Hecke willst du schneiden? Ja, ich habe doch meinen Rasenmäher dabei. Bin momentan auf Suche nach einem neuen Job. Ich bin nämlich Taxifahrer, aber ich will kein Taxifahrer mehr sein. Möchtest du meinen Nasen mähen? Dein Rasen oder Hasen? Ja, mein Nasen. Ja, komm, setz dich vorne drauf, wir fahren zu deinem Park. Ich hab Angst. Ja, ist besser, das Ding ist nämlich nur bis 120 Kilo. Oh. Die Achse, ich merke das schon, ist wie so ein Lobreffen. Besser steig hier nicht drauf auf. Okay. Wie viel wiegst du? Was? Wie viel du wiegst? Das fragt meine Frau nicht. Achso, Entschuldigung. Was denn? Warum dreht sich immer alles nur ums Gewicht und um die Größe? Weil die Menschen eben so sind. Oberflächlich. Boah, ich hab voll die machen sowas eben. Ja, die haben immer Vorurteile. Ja, aber ich finde das nicht schlimm. Ich meine, ich finde nicht schlimm, wenn du so bist, wie du bist und wenn du dich wohlfühlst. Aber zu viel ist natürlich auch irgendwann ungesund, weißt du? Aber da rede ich keinen rein. Warum soll das ungesund sein? Na, das habe ich gelesen, dass ein Mensch... Pass auf! Nein! Das bringt Unglück! Was? Du bist über den Gulli gelaufen. Über den Gulli? Schnell, spuck in die Luft und zwei Ave Maria. Ave Maria! Schnell! Ave Maria. Sonst kommt der Teufel dich holen! Hilfe! Der Teufel ist hinter mir her, Hilfe! Nein, it's me, Peanut! Gehst du hin? Hilfe, der Teufel ist Oh, die Tossi! Gefahr! Gefahr! Aua! Gefahr! Oh, die Tossi! Du darfst nicht einfach weglaufen! Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Ich kann nicht schwimmen! Ai. Scheibenkleister! Ja, und sowas aber auch. Komm raus hier. Was passiert jetzt? Ich bin zum ersten Mal in so einer Situation. Ich glaube, du... Das gibt glaub, Ärger, also ne? Du warst das. Ich hab gar nichts gemacht. Dein Yui wird mich verkloppen. Oh, nix, Curtis. Bleib einfach den beiden. Alles im Griff. Da hat gar keiner geredet. Oh. Hat wohl jemand. Oh mein Gott. Nein! Oh. Geh besser raus! Was machst sagst du da? Du da? Warum stinkt euer Badewanne nach Pipi? Das ist nicht mein Badewanne. Das ist mein Pool. Wie krieg ich den Rasenmäher raus wieder? Gar Herr Juri wird dich übel verkloppen. Der mich? Hat Kontakte. Ja, du hast den reingeworfen. Das ist überhaupt nicht wahr. Herr Juri ist mein Fan. Was? Der ist mein Fan. Das ist mein Vermieter. Und der ist mein Fan und mein Fotograf. Ich muss den rausbekommen. Ich kann dir da nicht helfen. Du hast doch vorhin schon Abschlepper gerufen, hast du gesagt, wegen den Rusty-Rebel.
Ja, aber wie sollen die denn hier hinkommen mit dem dicken LKW? Ja, mit dem Ankerkraut. Ja, mit das geht jetzt nicht. Komm da raus nun. Nein. Ich muss... Du gehst aus meinem Pool raus. Ich habe eine Idee, okay, aber du musst mir das erlauben. Was? Ich mache vom Dach eine Arschbombe ins Wasser, dann ist kein Wasser mehr drin. Aber da sind Treppen, du kriegst ihn eh nicht aus und die erste ist super hoch. Aber ich muss den rausbekommen, Herr Juri macht Ärger. Aber den kriegst du hier nicht raus, der ist eh abgesoffen. Der muss in eine Reparatur. Omi Schildkröte. Ja, Erdnüsschen, sag mal, lebst du noch? Ich bin jetzt extra zu viel gefahren, aber da bist du gar nicht. Ich bin mit der Rapperin OG Toasty und wir wurden überfallen. Wir wurden im Pool geschubst mit dem Rasenmäher. Bitte? Was für ein Rasenmäher? Hallo? Der Rasenmäher euch Hallo? Geschubst. Hallo? Ja, was nun? Hallo? Oma Turtle ruf ist ja am Telefon. Okay. OG, kennst du Oma Turtle? Ich glaub nicht. Das ist eine Oma, die wohnt bei uns. Okay. Soll ich die Feuerwehr rufen? Darf die herkommen? Ja, Caro? Oma Teute, wir sind an der Tankstelle, die Straße runter auf der rechten Seite. Du in musst... der Pool, kommt ja, ihr da raus? Oma, warum hast du den Rasenmäher ins Wasser geworfen? Aber ich hab doch gar nichts ins Wasser geworfen. Oma, das darfst du nicht. Das gibt Ärger von Herrn Juri. Ich hab doch gar nichts bei uns im Pool hier oben, oder was? Nein, bei OG Toasty. Ist das dein Haus? Was ist denn jetzt los? Was hast du? Warum lachst du so? Wo soll ich denn jetzt hin? Bei der Tankstelle bei uns, Oma Turtle. Okay, ich bin gleich da, ich bin am Haus. Ich bin überfordert gerade. Was bin ich, 24? Ich bin 23. Ich bin nicht 24, das T-Shirt habe ich bei einem Festessen gewonnen. Ich habe 24 Hotdogs verdrückt. Echt? Ja. Oh. Oh, boah, Oma Turtle. Ich hab nicht verstanden jetzt. Wo gehst du hin? Ja! Ja, wir sind auf der Straße, du Krähe. Okay, ich hoffe, an der Tankstelle ich überfahre euch nicht. Ja, ich bin an der Tankstelle. OG Toast, die Oma Turtle kommt jetzt. Ja. Und die Oma Turtle hat auch den Rasenmäher ins Wasser geworfen. Das stimmt doch gar nicht. Du ja, aber sollst nicht mehr, lügen. Die kann nicht mehr so gut sehen. Ich sehe dich! Oma Turtle, wir sind hier! Bleib stehen! Hi! Oh mein Gott! Hallo, Jungfrau! Oh, das hallo. Ist Oma Turtle und das ist OG Toasty, die ist eine Rapperin. Oh, schön, ihre Bekanntschaft zu machen! Schön, noch sie kennenzulernen! Oh. Hallo! Wo warst du die ganze Zeit, du geile Butterbirne, du Kreuzfahrt, ja, ja. Auf Kreuzfahrt. Warst du wieder im Swingerclub mit 50 Cent? Westküste. Nein, nein, nein. Na klar. Oh, ich kenn 50 Cent. 50 Cent ist sowas wie mein Homeboy. Wir haben schon öfter zusammen gechillt. Was mach ich denn jetzt mit dem Rasenmäher? Was ist denn für ein Rasenmäher? Da hinten ist ein Pool und der Rasenmäher ist da drin. Oh, warte mal. Warte in meinem Pool. Komm, Oma, hol den mal raus. Ist das dein Pool? Ja, natürlich. Aber du wohnst doch hier gar nicht. Jawohl. Gar nicht, du wohnst im dreckigen Ghetto-Park. Nein, das hier ist mein Haus. Oh. Schön so, wo ist jetzt das Problem? Ich glaube, wir müssen die Feuerwehr hier drüben ist mein... Das kommt, weil dein V hier überall hinlöst. Lass mein V in Ruhe, ich liebe die Balles. Oh. Auch wenn die mich schlägt und meckert immer. Oma Turtle, hast du abgenommen? Nee, hast du zugenommen? Ja. Ja, sieht man. Bin noch... Boah, was soll denn das heißen, du alte Schachtel? Du brauchst einfach für dich. Ja, ich trete dir gegen deine künstliche Hüfte und schmeiß dich auch im Pool rein. Auf diesem Grundstück wird nicht gestillt. Danke.
Wir haben nicht geschnitten. Bye, have a beautiful time. So. Pass ja jetzt um. Lass mal die Fachfrau hier an. Ey, ich hau zurück. Mach doch. Ich pick's dich mit meinem Fuß. Dann such dir schon mal im Katalog die vierten raus, weil die dritten wirst verlieren. Boah. Du Wichser. Da ist der Rasenmäher eben. Das sieht echt nicht gut aus. Ui, U-Boot. Wir müssen den Abschlepper holen, bitte. Ich glaube, da muss die Feuerwehr kommen und erstmal das Wasser da rauspumpen. Ja. Oder ich mache eine Arschbombe vom Dach. Ja, probier mal. Ein OG-Toast, ja. Oh mein Gott. Oh nein. Ui, ui, ui. Ich helfe dir nicht. Verreck. Nimm mal deinen fettigen Finger. Oh, hier. Ui, ja. Ui. Ui, 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 das war nur Spaß. Oh, soll ich dir auch helfen? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Moses Pelham oder was? Oh mein Gott. Das ist aber rutschig. Rutschig hier. Er, Vorsicht. Nicht vom Becken anspringen. Du. Tolle Feuerwehr. Oder Abschlepper. Was ist jetzt der beste Weg? Aber der Abschlepper kommt hier nicht hin mit seinem LKW. Oh, die kann ich eine Arschbombe machen. Okay, fein. Wenn du aber dafür muss ich aufs Dach klettern. Kommst du da hoch? Ich bin Peanut MacGyver, klar komme ich da hoch. Rasenmäher, ich hol dich da raus. Oh, guck mal. Kannst du mich hochziehen? Ja, ich kann versuchen. Warte, ich drück von unten. Warte, warte. Nein, bist du bescheuert? Du holst dir sonst einen Bruch, Ratte. Du hast schon einen Buckel. Du holst dir einen Bruch im Rücken, Oma. So, auf geht's. Komm hoch. Eins, zwei, drei. Aua, warum schubst du? Das war nix. Nur weil ich verreckt gesagt habe, du brauchst mir nicht schubsen. Hab ich doch gar nicht. Wohl. Nein. Mach mal. Will, du machst das nochmal, Oma Turtle. No. Eins, zwei, drei. Schon wieder geschubst. Gleich, ne? Ey, ganz ruhig. Entschuldigung. Beruhig dich. Nochmal. Platz gleich dein Aua. Ups, Entschuldigung. Oh Gott. Das wird mir langsam zu bunt hier. Aber ihr habt echt eine stabile Tür. Ja. Oh, danke, ui. Oma. OG Toasty, gib mal deinen Patsch an. Ja, komm. Ja. Das ist schon, Peter. Zum Glück war ich vorher kacken, sonst hätte ich jetzt ja gepupst. Na, solange kein Köttel auf mich runterfällt. Nee, ich hab eh Durchfall. Oh. Okay. Ich hab Angst, auf dem Dach zu laufen und es knackt so. Ja, hier musst du springen. Hier. Ui, ui, ui. Am besten. Oh. Kannst du? Und nicht gegen den Tacker. Ich habe sowas ähnliches schon mal mit Twinkie gemacht. Echt? Ja, das war der erste und letzte Tag, an dem wir im Wasserbett hatten. Ui. Das ist so auseinander zerschmettert und geplatzt. So, ich gehe auf die andere Seite. Ich guck und bewerte den Sprung. Meinst du, ich schaff zuerst. Das? Was? Was auf machst geht's. Du? Oh mein Gott! Oh, nix! Hast du dir wehgetan? Du hast dir nicht wehgetan! Kein Problem! Das ging in die Kette! Ja, genau, spring du mal zuerst. Ich will gucken, ob man sich verletzt. Oh! Plumps! Abzüge in der B-Note! Hi, runter vom Rasenmäher! Das ist kein Spielzeug! Nur ausgezeichnete Leute dürfen diese schwere Maschine fahren. Dafür musst du eine Ausbildung gemacht haben. Ich kann sowas. Jetzt spring du mal. Der muss Erdnuss. Du schaffst das. Okay. Ich muss Anlauf nehmen. Spring am besten von hier. Hier ist der Winkel zum Quadrat am besten mal 7 geteilt durch 12. Guck mal, wie die Luft kommt. Ob von rechts oder links, da kriegst du noch Antrieb. Hä, wer liegt denn hier im Bett? Blonde hey, Haare.
braun gebrannt. 100 Kilo Handelbank. Ui, mach mal Foto. Ih, der kratzt sich am Popo. Hey, hör auf da zu gucken. Wer ist denn das? Das macht man nicht. Ist das deine Schwester? Nein. Nun komm, spring. Der hat einen Daumen im Mund. Doch, lass den. Wer ist denn das? Geht dich gar nichts an, nun spring. Okay, kannst du mich schieben, damit ich mehr Speed drauf bekomme? Ja, okay. Schieb den. Okay, bist du bereit? Also, mhm. Eins, zwei, drei. Oh. Schieb mich. Aua. Ui, 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 ui. Bam, aua, aua. Den Kopf Wahnsinn. Gestoßen. Ui, ein aua. Bisschen alles gut. Aua. Aua. Oh. Zum Glück hat mein dicker Nacken den Ding abgefedert. Aua. Ui, 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 ja, ich glaube, das kriegen wir da nicht aus. Aua. Oh. Aua. Ich hab was gegen die Schmerzen. Oh, danke. Was ist das? Okay. Oh. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ja. Oh, oh. Was? Ich muss zur Bank. Warte. Ich glaube, ich habe mich schwer verletzt. Dann also musst du jetzt ins Krankenhaus. Doch Feuerwehr rufen. Oh. Die sollen Gabelstapler mitbringen. Warte. Nee. Geht. Kannst du meinen Nacken mal massieren? Ich oder die Oma? Die Oma hat nicht mehr genug Kraft in der Arme. Oh Gott, das stimmt. Nein! Hey, das kannst du gar nicht gehört haben. Oder hast du wieder deine Ohrmuscheln schon wieder auf Spionage eingestellt? Ja. Dein Hörgerät. Cool, das geht? Splinter Cell. Oh. Und dann steh mal auf, Ninja. Oh. So. Okay, da tut's weh. Da tut weh? Kannst du Halligalli machen? Ja, schon. Was? Ja, komm, du musst dagegen richtig boxen, so. Sonst kommt das nicht durch. Ja, Moment. Los, hau mir voll auf den Nacken. Warte, haut? Was denn jetzt? Hey. Hau verdammt nochmal fest dazu. Boah, du sollst nicht. Du musst dagegen hauen. Okay. Bis mein Genick wieder eingeringt ist. Du blöde Kuh! Was schubst du? Nicht wolltest schubsen. Es doch nicht du sollst anders. Hauen. Okay. Also gegen den Nacken und den Hut hebst du auf. Oh! Ui. Ja, der war gut. Danke. Kein Problemchen. Schon viel besser. Gut. Oh. Ich sollte aber, glaube ich, trotzdem zum Krankenhaus gleich mal. Ja. Ich hatte schon mal so einen Unfall. Und dann, was da passieren? Was machen wir jetzt mit dem Rasenmäher? Hast du deine Beine rot angemalt? Nee, das ist meine neue Supersporthose. Ach so. Damit das Blut besser zirkuliert. Ich gehe aber gleich eine neue kaufen. Ja. Wir können den erstmal da stehen lassen. Ja. Okay. Und dann irgendwie später mal überlegen. Das ist mein Glückshut. Ich bin Wappel. Hey, wisst ihr was? Cool. Ich bin neuerdings auf Energy Drinks umgestiegen. Was bist du? Ich trinke nur noch Energy Drinks. Warum? Hier, schau mal. Das hier ist mein Autogramm. Oh. Das cool. Kann man essen. Warte. Ich sehe schon. Das ich habe das auch schon gegessen. Ui. Können wir zum Krankenhaus? Na klar. Okay. Ich spüre meine Lippe nicht mehr. Oh, warte mal. Ronny ruft an. Hallo. Guck mal, Unji Toasty. Was ist das? Sag mal, lass mal genau. Ich öffne deinen Mund jetzt, mein... ja? Aha. Aha. Was ist das? Was hast du da? Das ist meine taube Lippe. Oh. Ich spüre die nicht mehr. Also geht die jetzt? Komm.
ich muss jetzt, glaube ich, ins Krankenhaus. Ich darf mit? Willst du, du musst mich dahin bringen. Aber ich habe nur ein Auto hier. Was ist denn, wo kommt das Auto daher? Nein! Da hat wohl jemand ein M16-Schneipergewehr. Nein! 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 Wo kommt denn das Auto von mir her? Nein! Junge, Alter. Marvin, nein! Vielen Dank für den Host. Nein! Das stand hier aber gerade noch nicht. Nein, das ist das Auto, was ich abschleppen lassen habe. Das ist genau das gleiche Auto. Aber der wohnt hier doch gar nicht, oder? Das kann doch nicht. Dann brauchen wir jetzt eh einen Abschlepper. Auch für den Rasentraktor mir. Omi Teute, wir müssen Abschlepper rufen. Warte mal, Pina, ich bin am Telefonieren. Okay. Abschlepper. Was ist denn das? Wer stellt denn hier seinen Karre auf? Ey, das drin? Ist so ein Blödsinn. Vielleicht hat er das aufgelassen. Nee, ist abgeschlossen. Der blöde Casey, nur weil der mit Summer keinen Tricks mehr macht. Rufen wir einen Abschlepper? Ja. Okay. Passiert dir das öfter hier? Bald nicht mehr. Oh. Rufst du Polizei? Nee. Geht dann aber, schon. Aber wann hat denn jemand hier ein Auto abgestellt? Die waren die ganze Zeit hier. Was ist denn dort? Warum steht denn hier ein Auto? Hat hier einfach jemand abgestellt. Die Drecksmühle. Hier sind doch, siehst du die Bremsspuren hier? Ja. Oh. Der ist da vorne hingefahren und ja. Sogar über den Rasen. Oder auch. Der hat den ganzen Rasen kaputt gemacht. Ich habe kein Auto gehört. Der Hurenbock. Ich habe eins gehört, aber ich habe gedacht, das wären die Nachbarn. Ui. Das war bestimmt ein Kiek. Ui. Warum schreist du mich so an? Ich bin aufgebracht. Warum? Du hast auf einmal eine ganz andere Sprache gesprochen. Ja, manchmal ist das so, wenn ich mich aufrege, dann bist rede du multilingual? Ich auf einmal Englisch. Na klar. Kannst du auch Arabisch? Nee. Du? Kannst du Latein? Nee. Du? Türkisch? Nee. Zuck, du? Zuck. Loktar ogar. Ui. Was heißt das? Ui. Du nicht neben Kerze. Du. Und, hast du jemanden erreicht? OG Toasty? Ja, habe ich. Kommt ui. Jemand? Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab ein bisschen... Was?
wie beide Betten. Oh. Vielleicht kann Oma Turtle ja singen. Ja. Oh. Hey, es gibt jetzt auch die Toasty-Menüs bei Kuti. Hatte Biggie mir schon gesagt im Telefon. Und wann kommt ein Abschlepper? Kommt. Wann? Sofort. Aber der hat gesagt, mit der ersten Meerticker, das wird wahrscheinlich nichts. Warum? Der muss doch nur den Haken da dran machen. Ja, aber er sagt, dann kriegt er da wahrscheinlich nicht dran. Einmal mit Profis. Ui, ui, ui. Oh, da kommt er. Supi. Hallo, hier. Hier, hallo. Hallo, ihr Pfolle. Hallöchen. Oh. Hi. Hallo. Hallo. Der ist er weg hier oder welcher? Der hintere? Ja, der hier vorne. Der gehört nicht mir. Okay. Vorkopf, was hast du? Ja. Kannst du mir das zeigen? Ja, aber Caro, wo bist du? Ja. Warte mal, hast du gerade gesagt, wo bist du denn? Ja, hier bin ich, hi. Ja, na, der steht doch vor dir, OG Toasty. Ich glaube, die Sonnenbrille ist ja, so dunkel. Aber nicht von Bluetooth her. Ach so. Ah ja. Ich schalte mein Bluetooth-Maus. So, bitte. Hi, top. Da ist auch ein Rasentracker im Pool. Ja. Ja, ich glaube, das wird schwierig, den da rauszukriegen. Warum? Du kannst doch einen Haken dran machen. Oh. Mach die Kippe aus! Mach die Kippe aus! Nein! Rauchen ist ungesund. Sehr gut. Nee. Hey, bist dann du ein Gangster? Nee. Kein Ausweis auch, ne? Das wäre super. Bitteschön. Sehr gut. Lassen wir zurück. Hopp, dann, jo. Schläfchen ab. Ja. Supi. Alles klar. Danke. Kein Thema. Glaubt ihr mir jetzt auch noch eine Kippe? Nein, nein, du sollst nicht rauchen, Nome Turtle. Aber das ist gut für mich. Schönen Abend noch. Ach so. Warum ist das gut? Ach so, danke. Weil ich schon mein Leben lang rauche, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen. Hey, wo gehen wir hin? Wir müssen aufpassen. Ach so. Ui. Du hast ihn noch nie gesehen, glaube ich. Ich hab das halt auch. Sei bloß vorsichtig! Sei bloß vorsichtig! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, schnappen dir die Drecksau. Weg damit! Weg damit! Arschloch, oh, fick dich! Schön, Scheibe. Scheibe noch eingeschlagen. Oh nein. Danke. Los, danke! Fick dich, Auto! Pinsel! Ach, da ist er ja. Hallo, Ronny. Du hast mich gar nicht zurückgerufen. Und mich hast du doch heute wohl angerufen, weil du bist mein bestester Freund. Ja, ich habe mich alle angerufen. Du hast dich aber nicht um mein Auto gekümmert. Der Mehmet hat schon wieder abgeschleppt. Ja, das mich ich hast gesehen. Du nicht zurückgerufen. Ja, ich war in der Fahrprüfung. Fahrprüfung? Fahrprüfung. Ja. Wir müssen jetzt Fahrprüfung machen. Nur die Strumpfhose, Erdnuss. Ich Danke. Muss gar nichts machen. Doch, siehst du das Loch in meiner Hose, wenn ich sitze? Was ist denn das? Das ist mein Ei. Oh. Nicht dran rumfummeln. Sorry. Ach du Schande, das ist ja riesig. Ja, aber nur das linke. Hey, Twinkie ist weg, ne? Wie? Die hat den Altar von OG Toasty ausgepustet, die Kerzen. Und die Bilder von OG Toasty von der Wand gerissen haben ihn Zettel da gelassen. Die ist auf Fanclub-Treffen mit den Internetsfreunden. Oh, oh, oh. Die hat mir nicht mal einen Kussmund oder so da auf dem Zettel gemacht. Die fliegen nach Europa mit dem Fahrrad und dann gehen die auf jede Konzerthalle und so. Und überall, wo OG Toasty gesessen hat, riechen die am Stuhl. Oh. Das ist so ein pures Frauending. Die sind Superfans. Oh. Weißt du, was das heißt? Nein. Weißt du, was das heißt? Dummfrei. Wir können Männersachen tun. Männerabend? Wir können ja nicht bei offener Tür scheißen.
und Pizza bestellen. Auf Klo? Ich brauche nicht mehr duschen gehen. Oh. Weil ich habe eh keinen sexy Time mehr. Aber Erdnuss, ich bin da noch. Jungfrau? Nein, hier. Mein. Wie, du bist wir noch können, nicht selig? Ja, wir können doch trotzdem Kacke machen mit offenen Türen. Ja, aber ich durfte das nicht, wenn Twinkie zu Hause war. Oh, ich habe das bei euch gemacht, wenn ich zu Besuch war. Hast du? So, kommt's raus! Nee, das ist was anderes. Das war nicht offen. Du hast ja ins Katzenklo geschissen. Weil Twinkie wollte dich ja nicht auf unsere Toilette lassen. Weil du ein dreckiger Ferkel bist. Na gut, das ist wir wahr. Haben die Toilette bei dir zu Hause gesehen und deine Wandmalereien von Scheiß an mit deinem Finger dran geschmiert in deinem Badezimmer. Ui, ich war auch nie bei mir im Poolhaus und deswegen stinkt das so. Oh, du hast halt gemerkt, dass ich hier auf den Arsch gehauen habe? Was? Die war gar nicht da. Ich war doch gar nicht da. Oh, Gott sei Dank, ich habe sie mich nicht gemacht. Auf jeden Fall bis zum 1.7. müsst ihr alle einen Führerschein machen. Warum? Ich habe meinen doch vom Flughafen. Ja, ich auch, aber das, der wird ungültig zum 1.7. Gar nicht wahr. Jetzt, doch, ich habe... Wo hast du diese Information her? Von der Fahrschule. Was für eine Fahrschule? Die dort hinten... Die da hinten ist doch eh egal, man wird doch eh nie darauf überprüft. Da hinten ist aber keine Fahrschule. Soll ich dir zeigen, den Führerschein? Ich muss einen... Du sagst mir jetzt, dass ich einen Führerschein machen muss. Ja, so wie ich fahre. Mit Déjà-vu. Aber ich hab doch einen. Gucke. Ja. Wen auch immer ich das jetzt gezeigt habe, aber gucke. Ja, danke schön. Also ich und wie teuer ist der? Ich hatte William Telefon, weil ich hab. Ich hab verkackt bei den Fragenbögen. Und wie teuer ist das? Ich hab gar nichts bezahlt, ehrlich gesagt. Und Willi arbeitet da? Nee, Snickers. Oh, der ist mein Freund, der lässt mich nicht durchrasseln. So war es bei uns auch. Eigentlich hat er mir ganz viel vorgesagt. Das Vitamin B, ne? Ja. Das pennt sich. Nein. Guck mal, die sollten mal im Führerschein machen. Guck mal, wie die lang rasen. Jo, innerhalb der Spielstraße. Das ist eine Spielstraße. Darf man nur 50 fahren. Habe ich gelernt. Wie findest du eigentlich mein neues Oberteil? Dein Täschchen ist cool. Was steht denn da drauf? Cody. Weil ich ja Werbung für Codys Burger mache. Und dein T-Shirt, The Love Professor. Ja. Boah, cooler Schnitt. Dick. Cooles Muster, wer hat denn das gemacht? Dicke Wear. Oh, wir waren das. Oh, warum du? Du bist doch Rapperin. Ja, aber ich bin auch Model und Profi-Model. Ja, genau. Ja, Pinsel. Ja? Ich habe 2 neue Songs. Echt? Wir müssen noch ein Feature machen. Ja, ein Feature, aber ich habe 2 neue Songs. Ach ja? Soll ich dir die eben da hinten um die Ecke zeigen? Aber ich will die auch hören. Ja. Du willst auch hören? Ja. Ich auch. Ihr wollt alle hören? Ja. Wir wollen alle hören. Oh. Okay. Ja?
Warum? Warum? Dann warte mal, ich kenne den. Ich habe den Drogen verkauft. Der ist voll der blöde Blödmann. Ich kann den besorgen, ne? Der ist mein Freund. Ja? Der arbeitet mit mir. Ach so. Und warum gibt der deinen Teddybär nicht zurück? Weiß ich nicht. Er sagt, er hat den nicht. Das ist doch ein Job für einen Pinsel. Der Pinsel ist Meisterdieb. Der behält ihn nur, weil der so viel wert ist. Lass aber doch Pinsel... zu viel zu einem Väter machen. Ja, lass den umbringen. Nein. Ach so. Aber Pinsel, der ist doch super, super Dieb. Der kann den doch zurückklauen. Wenn du weißt, wo der wohnt. Ich weiß, wo der wohnt. Ja, wir waren einmal, glaube ich, da, aber ich weiß die Sache doch genau nur die Straße. Ich habe doch bestimmt einen Schlüssel vom Haus. Ich habe eine ganze Tasche voll. Jetzt mein zweiter Song. Der Cody-Song. Warte, ich muss Shazam wieder anmachen. Aber Oldie Toast, weißt du, was ich nicht verstehe? Wow. Was denn? Du machst ein Lied über ein Essen, ne? Ja. Und der Mann sagt die ganze Zeit Gift. Ja, ist weil... Ist das eine unterschwellige Nachricht? Nein, das Essen, das so hypnotisieren, ja. Weißt du? Du willst immer mehr, so wie Rauschgift. Zigaretten. Rauschgift. Ich muss immer noch ins Krankenhaus, mein Kopf tut weh. Ah, ja. Wir sind da, wo die Schüsse waren, Willi. Schüsse? Ja, hier hat vorhin jemand umgeschossen. Ja, du warst das. Nein, ja. Also ja, aber ich meine, vorhin hat hier auch jemand geschossen. Wo die Schüsse waren. Das waren Dina und die Oma und Ernest. Ja, Turtle. Ja. Nein, Oma Turtle. Aber ich bin beim Väter auf jeden Fall dabei. Oh, was macht ihr allen Väter? Aber was wollen wir denn? Ach, stimmt, Joshi, ich wollte ihn noch hochladen. Mach ich, verdammt. Und wie schwer das ist, ich kann aber auch rappen, ne? Zu leben. Also erstmal steht als nächstes auf der Warteschlange, da hat Güte sich ja ein Liebeslied gewünscht. Wer, was hat der? Güte hat sich ein Liebeslied gewünscht. Dein Freund? Ja. Ein Liebeslied? Ja. Ich mag den nicht. Warum nicht? Weiß du kennst nicht. Ihn nicht mal. Doch, ich habe den gerade gesehen da oben. Beim Kotzzentrum. Ich kann auch rappen, ne? Na klar. Cool. Kannst du? Ja, klar. Dann machen wir auch ein Vita. Ich hab aber doch gesagt, wir machen zu vier dein Vita. Aber ich will Geld. Es gibt Geld. Ein Vita. Ihr kommt alle zu... Kick a record. Komm mal vorbei und dann gehe ich im Club.
Pinsel dabei, alle werden verrückt. Boah, ich mach voll den miesesten Drip, Alter. Und dann muss ich alle Gangs wissen. Ja. Rot ist dumm. Blau ist auch dumm. Welche Farbe gibt's noch? Ich hab schon ein bisschen was gegen Frank geschrieben. Von Kiez. Gegen Frank. Gegen Frank von Kiez. Frank, du bist kacke. Pinsel klaut immer bei dir. Oh oh. Ich bin schwach allein, aber irgendwann hau ich dich zu viert. Nein, besser nicht, sonst verkloppen die uns noch. Shorty, vielen lieben Dank für den Prime 42. und guten Abend. Ich hab keine Angst. Wir haben den mal ein Hotel. Ich hab immer noch Aua am Kopf, ne? Ja, lass uns Krankenwagen. Können wir kurz dahin? Okay. Ich muss meinen Kopf untersuchen. Ich kann. Okay. Cooles T-Shirt. Danke. Wer ist denn das? Opa Willi? Ja. Warum wir sagen ihm jetzt Tschüss. Achso. Was? Wir sagen ihm jetzt Tschüss. Warum? Stirbt er? Nö, wir gehen ja. Packt er ja nicht am Popo. Oh, Mensch, dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Gut siehst du aus. Ey, Mila, was geht da? Was geht? Lass dich drücken, mein Kind. Alles cool? Hi. Ja, supi, alles. Und bei dir? Ja, was und schmal, was läuft? Alles klar. Oh, komm, lass dich ins Drücken, hey. Oh, herrlich. Du kriegst noch eine Schmatze. Hey, der Rasenmäher ist hinten im Pool, Willi. Wie hast du das denn gemacht? Wir wurden den einfach da reingefahren. Ja, aus Versehen. Okay. Warst du heute unterwegs, Peanut? Bist du geflogen wieder? Nee, warum? Also ich meine nur wegen den Thrombosestrümpfen. Oh. Nee. Okay. Das ist von Kikaware. Danke. Scheiße. Scheiße, ich hab gedacht, ich gehöre auch dazu jetzt. Hör mal bitte auf, ja, Ronny und ich waren eben schon bei 75. Boah, ich kriege einen Anfall. Was? Ach so. Prozent. Mehr wird nicht mehr gekickt. Okay, gut. Ich Oma, muss mich Mensch. Verändern. Du siehst richtig gut aus mit der Brille. Ja. Die habe ich da gerade aus dem Fressbrett gehauen. Aus Versehen. Die andere liegt da hinten kaputt. Ja, was hat der Ronny gesagt? Ihr habt hier eben geschossen. Nee, OG Toasty hat geschossen. Ich habe mich noch gewundert. Ich habe da vorne... Auf ein vorbeifahrendes Polizeiauto. Und warum hast du das denn gemacht? Wir schießen immer auf Polizei. Den habe ich heute schon zweimal abschärfen müssen. Das macht mich sauer eben. Okay. Das macht mich sauer. Ich muss ins Krankenhaus. Mein Kopf tut weh. Wir müssen jetzt zum Krankenhaus. Ja. Lass uns schon hin. Bist du bei der Fahrschule, Willi? Bei der Fahrschule nicht. Ich habe gerade meinen Führerschein gerne machen. Ja, der Knick hat jetzt Feierabend gemacht. Scheiße, meinst du, der kann das machen? Ja, heute? Morgen macht er das, glaube ich. Kannst du für mich einen Termin machen? Ja, bin ich ein Sekretär. Okay, pass auf. Nee, du bist Opa Willi. Und ich habe dir... Ja, ich weiß. Wenn mich nicht mehr lieb hast, ist okay. Hey, warte, ich mache dir den Termin. Dafür machst du mehr... Ich rauch dir am Tag. Ja. Opa Willi hat viel Humor. Ja, aber wo ist das viel um die Ohren, mal kurz einem zu schreiben? Weil ich es vergesse immer. Ja, dann vergesset mal heute nicht. Okay. Weil ich würde mich sehr freuen und ich glaube, ihr auch. Ja, mach ich nachher. Okay. Versprochen? Versprochen, hoch und heilig. Wer gebrochen ist, los. Okay, Hand drauf. Okay, ich freue mich. So, und wo... weil ich geschwitzt habe eben bei der Prüfung. Ist so warm. Sagst du mir dann gleich Bescheid? Okay. Wann kannst du denn? Wann soll ich den Termin machen? So 20, 21 Uhr. Morgen? Jo. Ja, okay, mach ich, ja. Dankeschön. Kein Problem. Ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ja, mach das. Okay, Törtchen. Hi. Hi. Hey, du riechst nach Kokosnuss. Oh. Omi, bist du sicher, dass du noch fahren kannst? Na klar. Hast du nun schon wieder eine Flasche Sekt getrunken? Nö, ich trinke keinen Sekt, das sprudelt immer so doll in meinem Magen. Tanja aus dem Tetepack, Beste. Tanja? Wer ist Tanja? Champagner. Ach, Champagner. Ich trinke immer Leitungswasser.
Wasser Light? Mit Schuss? Ja, mit Kool-Aid. Auf 100 Gramm kommt 95 Gramm Zucker. Na mindestens. Das andere schmeckt Farbe. Ja nicht. Okay. Die können den Lappen eh nicht mal wegnehmen. Und sagt der und schluckt davon. Der Typ wird irgendwann sterben. Ja. Wir können sie den Lappen eh nicht mehr wegnehmen, hat er gesagt. Ja. La la la. So. Ab. Oh mein Gott. Du bist echt auf die Schnellstraße. Na klar. Hast du nicht Matrix geguckt? Nee, was ist das? Auf der Schnellstraße passieren Unfälle. Ach, Quatsch. Das du hast ja bestimmt... Das ist, wenn die Straße schnell ist, ne? Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich meinen Fußnagel hier abknipse, ne? Eigentlich bewegt nee, sich eine Straße gar nicht. Pass auf, voll an deinem Kopf vorbei. Warum ist eigentlich voll... Nicht damit abschießen. Würdest du sagen, Schnellstraße? Weil die bewegt sich kein Zentimeter. Nein, nur das bedeutet, Leute, dass man hier schnell fahren darf. Ja. Weiß doch jedes Kind. Oh, hab ich doch gut geschafft. Ohne Unfall. Ja. Ja, ja. Wollen wir ein Spiel spielen? Was denn für eins? Wenn ich du wäre. Oh mein Gott. Ich fange an, okay, Pina, wenn ich du wäre, würde ich gleich da reingehen und sagen, dass du glaubst, ich würde sagen, dass du glaubst, dass, ja. dass dann jemand dir ein fremdes Gesicht angenäht hat und dass du dein altes Gesicht zurück willst. Okay. Aber Pinsel und Oma Turtle müssen auch mitmachen. Ja, Caro. Aber erstmal musst du die Aufgabe fertig machen. Dann darfst du jemand anders aussuchen. Ja, das mach ich. Ach so. Pinsel, du bist so am Arsch. Warum? Wir spielen ein Spiel. Wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre. Okay. Ich spiel mit. Wer fängt denn an? Ich fange an. Ich muss ins Krankenhaus und sagen, dass ich glaube, dass jemand anderes mir sein Gesicht was soll ich sagen? Aufgenäht hast. Aufgenäht hat. Du willst sein altes Gesicht zurück. Und ich will mein altes Gesicht zurück. Und ich will, dass genau der Arzt, ne? Ja. Genau der Arzt, der dich behandelt. Du musst ihm sagen, hey, ist das nicht mein Gesicht gewesen? Das war nicht Teil der Abmachung. Hey, das muss dazu. Was? Ich sei so richtig verrückt. Das ist voll viel, OG Toasty. Ach, ich kann mir das nicht... Gesicht, okay, und was noch? Sag einfach, er hat dein Gesicht gekaut. Aber ich muss das sagen, dass ich Kopfverletzung habe. Ja. Okay. Ich gehe zu einem Typen, der telefoniert. Oder? Ich weiß nicht. Oh, ich kenne den. Okay, danke, ciao. Hallo. Hallo, Peanut Willi, ich hab Aua. Ich glaube... Ich habe ein ganz großes Problem und medizinischer Notfall bin ich. Medizinischer Notfall? Ich glaube, dass mir jemand anderes sein Gesicht aufgenäht hat und ich möchte gerne mein altes Gesicht zurück. Und hast du Texas Chainsaw Massacre geguckt? Habe ich Texas Massacre geguckt? Weiß ich nicht. Und ich bin im Pool gesprungen und habe meinen Kopf gestoßen. Also was jetzt? Du hast ein anderes Gesicht aufgenäht, du bist im Pool gesprungen, hast den Kopf gestoßen? Beides. Hat Ronny dir noch eine verpasst? Warum bin ich? Ich bin nur dabei. Es ist Zufall. Aua. Okay. Ich bin vom Dach gesprungen. Ja, was denn jetzt? Ja, in den Pool und dann bin ich aufgekommen, im Kopf auf dem Boden. Wie stark sind die Schmerzen? Bitte. Weiß ich nicht. Eins hab bis zehn. Hab nur nicht gegen die gekämpft. Zehn ist ein Eiertritt. Fünf, vier, drei, zwei. Eins, go. Sorry, ich wollte lustig sein. Umso niedriger du gehst, umso schwerer wird's. Ich hab schon auch am Kopf. Okay, blutet das. Warte, lass mich mal gucken. Zieh mal deinen Hut ab. Ey, guck mal, hier ist aber ich zieh echt voll nie meinen Hut ab. Dann mach mal ein bisschen Platz. So weil das wird wuschig jetzt hier. Ja, ich wünsche dir was. Pass jetzt auf. Sonst ich ja auch. Okay. Du meldest dich nie. Die sind aber ganz schlimm. Ich hab Dauerwelle. Hier, an der Stirn. Okay, das ist jetzt kein Blut. Gut, dann kannst du immer hinten Platz nehmen. Kein Blut?
kein Blut. Ich blute nicht? Nein, du hast kein Blut in dir, du bist ein Vampir. Ist das so Brian? Der sieht aus wie... Ich soll Platz nehmen? Ja. So? Sehr schön. Das ist ganz schön, Brian. Bitte hinten auf den Stühlen. Ach so, Pinsel, kannst du mir aufhelfen? Ja, komm. Danke. Okay, wir warten. Ich warte da hinten. Perfekt, dann kann aber ein bisschen dauern, ne? Also es ist gerade einiges Wie lang denn? 20 Minuten. Was? Und geht's gut. Was ist, wenn ich tödlich verletzt bin? Soll man nach oben fahren dann besser? Oben ist genauso viel los tatsächlich. Ich hab schon von alle. Ja, wohl oben, wenn ihr hochfahrt, geht's schneller. Hallo? Grüße. Ach, hör mal, wo hast denn die Jacke? Gibt's über Kinder? Aber dann bin ich um 11 Uhr. Nee, komm mal an die Seite. Ich brauchte nur einen Verband. Und ein paar Smarties. Trotzdem muss man nicht mehr durchchecken, wenn du den Kopf gestoßen hast. Nein, ich kann gerade nicht. Ich habe keine Leute da. Bonnie. Mach's im Klo schnell. Du kriegst auch ein Album von OG. Gib mir deinen Taser, ich will den jetzt wegtoasten. Wegtoasten, sag ich schon, Taser. Nein, du kriegst meinen Taser nicht. Komm, bitte schnell. Okay. Nein, Ronny. Tut mir leid wegen vorhin. Was für ein Wagen soll ich gefahren sein? Wie bitte? War, glaube ich, ein Sultan, der vorher verfolgt wurde? Ja, ich bin nicht mal gefahren. Hey, mach Platz da. Ich bin gar kein Auto gefahren. Geh doch vorbei. Mach Platz. Geh doch vorbei. Ich habe heute schon drei Leute weggehauen. Ui, da habe ich jetzt Angst. Mach mal Platz da. Wer ist denn mit dem vierten? Ich sehe Gegner, kein Opfer. Mach Platz. Mannequin. Ich bin verletzt. Ich bin genauso. Schade. Was ist dir passiert? Ich bin vom Dach gesprungen in den Pool rein. Okay. Und bin mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen. Aber. Dann hat OG Toasty mich gedöppt und mich reingeschlagen. Das ist so nicht wahr. Ich wollte nur die Geschichte ein bisschen ausschmücken. Ich hab dir gesagt, wenn du gemein bist, dann mach und ich das nicht. Den Namen kenne ich nicht. Was bist denn du für ein Hampelmann? Was trägst denn du da für Schuhe? Dicke Schuhe. Ja. Was ist denn das für ein Affe da drauf? Das Logo von Kitzkusch, kennst du den? Ey, bitte. Nö. Ja. Danke für die Mütze. Wer ist denn das? Was für eine Mütze? Ey, warum klaust du jetzt meine Mütze, du Opfer? Das ist. Ach, total Mann, ey, gar keinen Bock auf Pommes. Was? Was hat der gesagt? Ich weiß auch nicht. Ich glaub, der hat kein bisschen kein Appetit. Der soll abhauen. Oh. Ich glaube, der ist verliebt in die. Und wo sind die Pommes jetzt? Die sind noch eine Mache. Ich hätte gern mit Mayo. Ich will auch Mayo und Ketchup. Codes. Ja. Aua. Ich habe keine. Ich will nicht, ich habe 20 Minuten warten. Soll ich den Verband um den Kopf machen? Oder frag doch Oma Törde, die kann einen Turban binden. Ich kann lönen. Ich hab super Lille. Was ist, wenn lönen? Mein Gehirn blutet? Lönen. Ja, dann. Damn true. Wer ist denn das jetzt? Und ich? Ja. Ich besser? Wie, wer bin ich? Hey, du bist doch der Loser, der mal bei den Boxkämpfen verliert, ne? Ich? Ja. Ja. Kein Problem. Ich hab gerne Arschloch. Was denn, Not, ja. Toasty? Ich hab Lille. Ja, Lille hilft aber dann nicht. Ja, wie nicht. Ich brauche einen Verband und einen Gips. Ist euch schon was aufgefallen? Warum liegt hier Stroh? Ist euch was aufgefallen? Ja, du hast keine Hose an. Nein, was anderes? Du hast auch kein BH. Kaiser von China? Deine Brust guckt raus an der Seite. Oh, boah, ich bin die 23, okay. Er ist die 24. Ich bin die 2. Ja, du Loser. Ich bin übrigens die 22. Ich hab's schon dabei. Ja, wie? Ich hab noch ein T-Shirt, da steht Burger. Ich bin auch bei den Red Bulls. Red Bulls? Ich kenn nur Blue Bull. Wir können ja die Zeit. Ja, kennen Sie. Kennen Sie das nicht? Spiel. Da wird angehalten und noch Fotos. Ruhe, Krimineller! Das ist eine gute Idee! Hey, der Doktor hat gesagt, ich blute nicht, also brauche ich keinen Verband. An sich doch. Vielleicht habe ich nur, Kopfschmerzen. Genau, jetzt musst du es aussuchen. Ja, dann nimm doch mal eine Ivo. Ich habe aber keine. Ich will ihn nicht. Danke, sehr nett. Warum nimmst du mir das weg? Danke.
Ich will hier nicht bleiben. Okay. Ich nehme Tapete. Sag wenigstens wann und Scherz. Ich sag auf eigene Verantwortung. Okay. Mila, ich guck später mal, ne? Wegen Kabel. Ja. Ich nicht. Bin ich jetzt ausgenüchtert? Was? Das frage ich mich auch. Doktor, ich hau ab. Ich aufstehe. Okay. Auf eigene Verantwortung. Fahr nach oben, Palito Bay. Nee, du hast gesagt, ich blute nicht, also habe ich keinen Schwimm. Ich habe kein Blut gesehen. Ich habe auch kein Blut. Das ist im Körper. Nee. Doch. Das sollte jemand studieren. Kannst du mal mein Herz hören? Ja. Nee. MS Leitstelle kann ich helfen. Wie es schlägt, wie es bebt, wie es weint. Ja. Guck mal, da sind schon wieder die Kriminellen. Lava, ach, Quatsch, das ist ein Gerücht. Ein andermal. Ich habe voll drauf vergessen. Ich komme frisch aus dem Wasser, Junge. Okay. Was haltet. Oh. War heute schon mit deinem Mund. Dein Schwanz kommt unten raus. Ja. So richtig. Wow. Hallo. Hey, das ist ja die Bombe. Nee, das kann ich sagen, damit abgehen. Wo ist der Schnupi? Deswegen. Der steht in der Hut. Also, wenn dann vielleicht in zwei Stunden warum? Mal oder so, aber man weiß auch nicht. Schlecht bei ihm. Der kocht sich Kaffee oder so. Cooler Hut. Danke. Was willst du? Klar. Was willst du, Mann? Hast du ein Problem? Siehst du, ich kann das auch. Komm, wir unter. Ja, auf Wiedersehen, tschüss. Wir sind voll die Clique. Richtige, du bist richtige Bubble. Ich so. Ich kann hier nicht durch. Hallo? Komm hier durch, Oma. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott. Oh, danke. Keine Ursache. Voll die Bubble. Die Clique hält zusammen. Mit Superlülle. Aber Superlülle klebt echt wirklich voll, oder habt ihr schon mal Menschen gesehen, der auseinandergefallen ist? Was ist denn Superlülle? OG Toasties Wort. Was? Das Wort von OG Toasty. Okay. Pinsel, ich kündige beim Taxi, ne? Warum? Such mir einen neuen Job. Ich hab heute eine Bewerbung geschrieben zur Polizei. Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass die dich annehmen. Ja. Aber ich hab sie gemalt. Hat jemand die Nummer von O'Brien? Nö. Doch, ich wollte mal nachfragen. Ich glaube, ich werde Hausmeister. Bei der Polizei? Ja. Mach doch so einen Quatsch schnell. Warum? Fenster putzen. Staubsaugen. Hey. Jetzt, wo Twinkie da im Urlaub ist, muss ich mir was an einer anderen Beschäftigung suchen. Wo fahren wir hin? Einfach durch die Welt. Wie lange ist die denn in Urlaub? Die hat nichts dazu geschrieben. Aber die hat gesagt, dass sie sich... Hier ist 50! Die hat gesagt, dass die mal anruft irgendwann. Okay. Die hat nicht mal einen Kussmund gemacht. Oh. Auf dem Set. Oh, du bist dann. Du musst jemand aussuchen. Ach, stimmt. Boah. Pinsel, wenn ich du wäre... Warte mal, wie spät ist das? Oh, wir haben noch Zeit. Pinsel, wenn ich du wäre, würde ich gleich nackig bei Codys reingehen. In die Küche rennen und Burgerfleisch an meinen Körper reiben und wie ein Elch stöhnen. Das klingt lustig. Ja, du musst das machen. Ja. Mach das. Ja, du musst in die Küche rennen und das Burgerfleisch an deinem Körper reiben. Okay. Und so machen. Oder? Was? Nicht das Heiße. Kann ich mal da rein? Nee, das Kalte. Omi, bist du stark, Oma. Bist du stark? Oma. Was denn? Nix schon, okay. Kann ich mal in dein Auto? Hallo? Oma, der muss im Kofferraum was tun. Geh schon mal. Ay, caramba. Hi, ist das Teddy? Hallo. Nee, ich bin nicht Teddy, ich bin Chuck. Chap. Ich bin da. Ja. Kann man noch was essen? Ja, klar kann man noch was essen. Hey, da ist okay, Aragorn. Okay, bis gleich. Nee. Eichhörnchen. Wie läuft das Uni-Tussi-Menü? Super, war sofort ausverkauft am 21. Wir stehen eine Stunde vorher hier. Oh, sieht man sich wieder. Hi. Und was ist in dem Menü drin? Eine Actionfigur. Ganz viel essen. Nee. Achso, bei Mila nicht. Nee, bei Mila gibt es eine Autogrammkarte. Wo hast denn du dein Popo versteckt, Uni-Tussi? Hast du dem
Koffer rumgelassen. Hey. Der Buddy ist flattener like Niederlands. Boah, Arschlo. Ich zeig dir, wie man sich einen richtig schönen Popo antrainiert. Wart ab, bis ich meine Hose wechsle. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los hier? Bonnie. Ja, Ronny. Was willst du? Oh Mann. Ich will das Fleischchen nehmen. Hey, Moment. Was macht der da? Was macht der? Oh ja. Oh. Was macht der? Ja. Ich bin der Fleisch. Hey, das esse ich aber nicht mehr. Das esse ich auch nicht mehr. Aua, bist du bescheuert? Ich verknappe. Oh mein Gott. Ab da. Oh Gott, wir nehmen den ganzen Laden auseinander. Au. Cody? Guck mal, wie dieser Blattblätter fliegen. Halbe Ratatouille hier. Aua. Dicke Jenna schreit schon wieder. Dicke Jenna? Nee, welche Chance. Ja. Ach, egal. Was denn? Tschüss, Day-Day. Danke, dass du dabei warst. Haben wir auch schon. Aber dank AC darf ich wahrscheinlich nochmal ins Krankenhaus. Ja, top. Verdient. Wir stehen gerade. Er macht einen Motor aus. Der war nicht aus. Du bist dran, Pinsel. Der hat noch mal eine Box. Na, Quatsch. Ach, das. Nein. Ich komm, ich mach den Blut weg. Eigentlich meint sie das gegen mich. Danke. Ja, ja. Was hast denn du eigentlich für ein Schindel? Du siehst aus, ne? Du siehst aus, ich hab auch Schmerzen. Deine Fresse. Jetzt bist du dran, du kannst dir jemanden aussuchen. Nehme ich nur schnell an. Ja, ja, genau, ja, okay. Babelnet. Mach den Kopf zu. Ich muss weggeschmissen. Oh, 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 oh. Kriegt man jetzt Vergünstigung? Nee, die schmeißen das Spike. Bist du? Was hast du in die Mülltonne? Er will einer Crack kaufen. Ja, Alter, wie viel hast du denn? Ich hab 4 Crack. Alter, nice. 4 Crack. Was kostet ein Crack? $10. Nehme ich. Okay. Ja, dann kann ich eine Brille haben. So, nee, hier komm gibt's keine Vergünstigung. Ich nehme alle 4. Dann krieg ich $30. Dein Veggie Burger 2. Ja. Die Sandwiches und 5 Tinkepäckchen. Bitteschön. Danke. Drei Veggie, 2 Cheese Sandwich. Alter, danke. Kein Problem. Ich bin Peanut Crack Dealer deines Vertrauens. Beils, ich hab Crack. Ich will essen. Willst du eins? Nein. Crack? Nein. Eins Crack für dich. Oh Gott. Ich hab Hunger. Und ein Quarkpappen-Eis vielleicht noch. Tut mir leid. Hab ich dich nicht letztens in Uniform gesehen? Ja, hasse. Ich bin öfter mal Dienst. Mach ich fertig. Kann ich jetzt Uniform hier? Ja, du kannst bei Tee bestellen. Okay, Toppi. Aber sauber. Entschuldigung. Da wechseln Menschen ständig. Für wen muss ich mir was überlegen? Mann, kannst aussuchen. Joke, oh, Mann. Ey, Jen, hab ich dich nicht mal in hübsch gesehen? Ich hab Hunger. Was ist haben? 4 Cheese, 5 Cheeseburger und 5 Cola. Okay, mach ich. Nein, 4 Cola, ein Tinkepäckchen für alle. Okay. Ja, ja. Ah, ja, komm. Viele, nur das Glas. Ja, gute Laune, lass dich in Ruhe. Außerdem machst du das genau gleich. Machst du das und gleich muss jetzt hier. Was machen. Auch mal rein hier fronten. Ja. Wir hätten uns für wen soll ich was überlegen? Ja, musst du aussuchen, kannst dich jeden aussuchen. Das ist eine Lüge, tut's dir gar eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das gut, was sie gerade vorhat. Die will zwischen das Sofa kacken, aber wie wär's? Wer will was? Wer will das? Ist so, das haben nur ich coole Leute. Doch nur. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und was macht der Dienst? Was hast du heute alles erlebt? Nein. Echt? In einem Burger-Shop hast du Burger gebraten? Alter. Ich hätte gerne 4 Menüs. Siehst du erst wie ein Patrick. Guck mal, wir müssen dich jetzt messen. Ich glaube, der steht auf Kaka. Ist auch schon Feierabend, ne? Du bist der Fäkalienpinsel. Ja. Du stehst in jedem guten Dings. In jedem guten Kosmetikladen. Erzähl doch erstmal, was ich machen soll, Mensch. Also die Oma muss das machen? Ja, scheinbar. Sie hat es ja jetzt entschieden. Boah, ich hab was Gutes, aber du musst das. Mann, ich komm, miss, nee, komm. Darf ich nicht. Du musst das selber ausdenken. Hey, kann doch jeder noch dann. Eins nach dem anderen. Ja, du musst dir selbst was ausdenken, sonst ist es unfair. Okay. Nicht die guten Ideen weggeben. Lass mich kurz nachdenken.
Oh mein Gott, ich hab später was richtig Gutes. Was hab, wenn ich dran bin? Was hab, wenn ich dran bin, Alter? Es ist so bescheuert, wenn man über seine eigenen Gedanken lacht. Tschüss, kleines Biest. Oh dabei. Gott, mein Gehirn, es arbeitet. Mein Gott, wie kann man so unkreativ sein wie du? Deshalb ja. Rennst du ja auch den ganzen Tag rum und klaust eine Sache und machst wie nix. Du gehst Leuten auf den Sack. Bina? Ja. Das oh, machen... Schon fertig? Ja, schon fertig. Aber das ist nicht das Fleisch, was der sich gerade an der Brust gerieben hat. Nein, 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 ist alles weggeschmissen. Das machen dann 330 Dollar. Mach 2000 dein Trinkgeld. Dankeschön. Bitteschön. Oh, hier. Aufkommen bestätigen. Okay. Dankeschön. Dann hast du immer nur eine Was ist denn das für ein Fleck da? Was für ein Fleck? Arsch! Dankeschön. So, und dann hast du einmal hier die vier Trinkpäckchen. Die auch verteilt wurden. Bitteschön. Ach, Digga. Danke. Ja, du hast auch einen Fleck. Oh, ne, hab ich nicht. Auf meinem T-Shirt Dankeschön. Sind immer Flecken. Oh, stimmt. Ich wollte noch Geld einzahlen. Und was muss Oma Turtle machen? Dürfen dabei Tiere sterben? Nein. Okay. Hä, wie kann man denn so unkreativ sein wie du? Warum? Mir fallen da tausend Sachen ein, die Oma Turtle machen soll. Woher willst du wissen, ob ich noch keine Idee habe? Weil du irgendwas mit Tiere töten sagst, du Turtle. Hä? Hä? Hallo? Wow. Hallo. Also. Ich möchte... Wer zahlt? Ich möchte, dass die Oma sich an den Park setzt und irgendwas, egal ob es ein Lied ist oder so, für die Leute, die dort sind, vorführt. Das heißt, da war doch gerade keiner, ne? War da keiner? Dann fahren wir an, ja, irgendwo hin, wo jemand ist. Vor mindestens vier Leuten. Jo. Und dann kannst du dir aussuchen, ob du was singst, irgendein warte, Song. Hast du was? Oh. Oder hey, du kannst was. Was bist du immer so frech, nein. Junge? Hey, ich mein dich doch gar nicht. Ja, besser ist. Biet hier nicht hier drin. Zu das Land gewinnen. Vorsicht da hinten. Ach komm, hau ab, du Schisshase. Was willst du? Du darfst mich hier nicht bedrohen. Ey, Cody, einfach. Wenn du nicht willst, dass ich den Gast hier verprüge, dann kümmere dich darum, dass Polizei, du nicht so frech Hilfe, ist. Dann Polizei. Geht beide raus. Der bedroht mich, der droht mir Schläge an. Der Typ ist hier nur am Beleidigen und so. Jedes Mal, wenn er mich sieht, beleidigt er mich. Wenn er so weiter frech ist, gebe ich in den Kopf los. Ja, geht raus und prügelt euch draußen. Nee, der hat Angst. Bleibt mal hier drin und dann fängt er an zu beleidigen, weil es eine Pussy ist. Du hörst auf. Wenn sie eine Anzeige aufgeben wollen, müssen sie zum Bidi gehen. Das sind motivierte Leute, die nehmen das gern auf. Nee, er will keine Anzeige machen. Ach so. Aber sie müssen mich zurückhalten, sonst nehme ich den Typ auseinander. Ich würde eine Anzeige machen. Ist das so? Ja, ich hau dem wie Bud Spencer auf den Kopf und dann versinkt er wie dick da im Boden. Oh mein Gott, der dumme Wichser. Das hätte ich ja jetzt fast gern gesehen, aber ich bin ja im Dienst, also hätte ich das natürlich nicht gern gesehen. Was hast du da alles am Gürtel? Ja, tolle Sache. Ja, ein Taser, Handschellen, ein Funkgerät, eine Taschenlampe. Doch, ich überlege gerade tatsächlich. Schlüssel. Und was noch? Ja, eine scharfe Waffe. Nix, ja. Ja. Scharfe Waffe. Arbeitest du beim Sheriff? Ja, du brauchst ein ganzes Lied. Also nicht hier in der Stadt? Nee. Und was machst du denn hier? Ja, der Kollege wollte hier einkaufen. Ich weiß auch nicht, was einkaufen. Der hier... Einkaufen? Naja, essen. Der ja, warum schmeckt das super duper hier? Ja, das ist richtig. Aber der Pinsel ist gerade in die Küche gerannt und hat sich das Burgerfleisch an die Lippe gerieben. Ja. Ja. Oh, ich muss mich. Da macht, kommt er wieder. Das macht nichts, das ist der Kollege trotzdem gern. Hey, du, ich mache eine Anzeige so gegen dich. Gegen mich? Gegen den. Wenn du mich noch einmal so bedrohst. Trinkpäckchen bitte. Ey, du. Hör auf, mich zu nerven. Hey. Okay. Wenn du mich noch einmal bedrohst, mach ich Anzeige. Hör auf, der kommt mir zu nah. Wenn der so weiter nah kommt, muss ich den leider von mir wegdrängen, wenn sie mir nicht helfen jetzt hier. Hä, hey, was ist? Jungs, mach ja, das draußen. Ich weiß nicht, der hat irgendwelche Aufmerksamkeitsprobleme, glaube ich. Nee, du hast mich angerempelt. Geh weg von mir jetzt hier. Nein, das du stinkst nach Schweineschwanz.
Ja, ja, weil ich mit deiner Freundin geschlafen habe. So, ich habe gar keine. Haha, ich mach an. Wann findest du das schon? Okay. Spiegel. Und du hast wohl eine. Oder warum ist deine rechte Hand geschminkt? Bisschen. Ich muss um Gottes Willen. Ich muss mal Pischi machen, bevor ich meinen großen Auftritt habe. Ja. Ach, Luke. Ich komme gleich. Oh, die Tosti, ist das nicht ein Kumpel von dir? Mach Taui. Wer? Der da. Der mit dem grünen Schlafanzug. Der will mich verkloppen. Warum? Kannst du mir bitte helfen? Ja, Kau. Der will mich vermöbeln. Wenn du die Tosti. Möbelst du unkreativ? Ich bin immer lieb. Oh. Kannst du hingeben und den Ansage machen? Nein, du! Du bist nicht dran. Was willst du? Die Dicke steht unter meinem Schutz. Interessiert mich, genau. Wenn du frech ist, kriegst du halt direkt auf Fresse, Alter. Oben brennt die Hütte. Ja, genau, Jalamahalla, oben brennt die Hütte. Schnauze jetzt, du Vogel. Ich hab Schutz und mein bester Freund ist auch dabei. Vergessen, die Bestellung muss los, schönen Abend. Der ist die ganze Zeit frech zu mir, du merkst das doch selber, jedes Mal, wenn er mich sieht. Kein frech sein, ihr beide nicht, ihr reißt euch jetzt zusammen. Pass mal auf, du Tunesier, gleich hol ich meinen Fletcher. Hör mal zu, Kollege. Du redest ja gerade mit dem Black Temple. Was? Ja, ja, das ist eine Kampfkunst. Du bist jetzt Illidan. Benennt euch jetzt. Okay, sollen wir Frieden schließen? Okay. Okay, dann gib mal deine Mädchenhand. Ich drück auch nicht so fest. Ach. Was? Warum sagt der krass und geht? Wenn ich wollen würde, dann würde ich den voll verkloppen. Ja? Mhm. Aber ich darf nicht. Guck mal, wie läuft. Ich suche einen neuen Job. Oh. So, Ronny, haben wir dann Essen? Also, ich hab mein Essen, wir können wieder abhauen. Brauchst du eine Ebo? Ja, der Ronny kickt seins und Oma ist auf Co, glaube ich. Ich geh auch kurz Pipi, okay? Okay. Alles gut. Was geht ab, Suchti? Und Lorenzo, danke schön für den Prime im 21. Und Loomtides, danke für den Prime im 10. Was geht, was geht? Habt ihr Spaß? Wollt ihr Tinkepätschen? Obi, warum? Omi, du pinkelst im Stehen. Obi, das bleibt unser Geheimnis, okay, Obi? Dreh dich ja nicht, oh mein Gott, Obi, dreh dich nicht um, ich will den nicht sehen. Obi, ich wusste ja gar nicht, dass du... Obi. Das ist mir aber peinlich jetzt. Ist du in der Lage? Vergiss nicht abzuschütteln, Obi. Sonst wird die Pampers nass. Ich muss auch aufs Klo. Dann geh doch mal nicht hier aufs andere Klo. Du hast ja die ganze Brille voll gepinkelt. Das stimmt doch gar nicht. Hast ja wohl. Omi, kannst du mich hören? Durch den Lüftungsschacht? Omi? Ach, zum Glück. Keiner da drüben. Was? Eine Frage, bist du zufälligerweise nach 2000er Baujahr? Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Nee, ich bin 1990 geboren. Omi! Oh. Herrgott! Was? Oh. Yes. Oh Gott! Alles gut. Omi, du hast auf die Brille gepinkelt. Nächstes Mal setzt du dich hin. Nein! Doch, hier ist alles voller Pipi. Ich war's doch. Nee, ich hab gar nicht gepinkelt. Oh. Nee. Geschissen hast du. Du bist eklig, du pinkelst im Stehen. Aber keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Ja, ich will es doch hoffen. Ich würde niemals ein Geheimnis verraten. Hey. Du kommst hier nicht raus. Weg da.
böse. Du bist böse. Nein, nein, nein. Du hast aber ein Oschi, ey. Jesus Maria. Hi, Leute, wisst ihr was? Omi pinkelt im Stehen. Ich hab sie erwischt. Die hat mit beiden Händen festgehalten. Klo. Wie in einem Feuerwehrschlauch. Das war so peinlich gerade. So, meine Süßen, wir würden jetzt gerne schließen. War ich gleich rauskommen? Ja. Habt ihr noch Fritteusenfett am Stiel? Am Stiel? Nee, sowas haben wir nicht mehr. Scheiße. Die Oma hat gerade im Stehen gepinkelt. Geil. Hast du zugeguckt? Ja. Boah, ihr könnt doch ruhig mal hier vom Laden fegen, so viel Müll wie hier liegt, ne? Ja, Murat ist leider heute nicht da, das ist unser Praktiker, der macht das sonst. Mein Gott. Guck mal, da liegt sogar ein Sexmagazin. Ja, extra für dich. Filthy Mind. She got fat, he got thin. Steht da. Da steht auf dem Magazin. Das ist sogar ein Hochglanzmagazin. Das kostet $5. Was? Das Magazin. Ist das eigentlich ein Magazin? Ja, da. Was? Ja, krasses Magazin. Ich bin sarkastisch und so ironisch. Ich bin so lustig. Und dann ist die mit einem Typ zusammen, der Elfenohren hat, Alter. Fick dich, Eichhörnchen. Drachenschwänze waren ausverkauft. Was? Nix. Smokes Einöde. So. Omi, hast du deine Hände gewaschen? Na klar. Du auch. Hast du so ein... Es gibt ja so für Frauen so ein Pipi-Becher, ne? Damit die nicht stehen pinkeln können. Ja, hab ich doch gesagt. Urinella. Ja. Ein Urinella. Ja. Das hat Twinkie auch benutzt, aber die hat draus getrunken immer. Oh. Ja, solange sie es vorher sauber gemacht haben. Mann, ich vermisse meine Dicke. Die kommt schon bald wieder. Du sagst Dicke zu die? Hey, die nennen mich auch Speckbäckchen. Aber das ist doch süß. Findest du das süß? Ja. Vielleicht bin ich Pushai. Ja, lass da hinfahren. Vielleicht finde ich den nur Blinder. Ja, doch, ist süß. Wo ist denn die neue Polizei? Gibt willst das du mal hier was mal sehen, nicht von Navi ein? Guck mal, mein Bizeps. Boah. Fühl mal, wie stark ich bin. Wir können auch hier gucken. Wow. Boah, fühl noch mal. Merkst du mein... Oh. Wow. Stark, ne? Voll stark. Ja, ich könnte dich auf die Waschmaschine hieven. Was? Wie lange trainierst du? Also, ich habe schon eine Stunde Sport gemacht. Oh, wow. Und ich habe ungefähr 7 Eiweißshakes getrunken danach. 7? Ja, man braucht Eiweiß nämlich. Für die Muskulatur. Damit man einen Shake bekommt. Ich ja, auch. Die sehen ja schon wieder hochmotiviert aus drin. Aber nicht, mal, dass wir Ärger kriegen. Was muss Oma Turtle machen? Ich muss was singen. Ja. Gut. Hoffentlich blamierst du dich. Hunger. Mal sehen. Noch was, wenn wir Ärger kriegen. Warum? Zieh durch bis zum bitteren Ende. Wir sind die Titanic. Genau. Boah, ich muss immer vorher einen Schluck trinken. Wait a minute. Weil die Titanic ist doch untergegangen. Ja, oh, da kommt noch wenn Publikum. Wir untergehen, gehen wir ganz unter. Dann gehen wir gemeinsam unter, wie Leonardo DiCaprio. Wir kringeln. Ja. Oh, hoffentlich kriege ich die Tür. Ihr seid immer so schnell. Aber der telefoniert. Dann der andere, aufnehmen. Der Blonde. Hilfe. Boah, ich bin richtig aufgeregt. Hallo? Hallo. Ja, hallo. Wir haben was vorbereitet. Kannst du schon den Beamer-Raum? Oh. Au. Drüben. Ach, da. Was damit? Au. Wir setzen uns alle. Das ist nicht die Titanic. Die Oma möchte was sagen. Was haben sie denn? Ich. Vorbereitet. Können wir in den Beamer-Raum? Oh my God, you're back. Ich bin voll aufgeregt. Was haben sie denn? Also. Komm mal bitte mit. Uiuiui. Jetzt. Komm schon, Oma. Okay.
So. Ui. Ganz ruhig, ganz ruhig. Tief durchatmen. Das hat. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber manche weg. Was für ein So, jetzt noch mal ein paar Stunden. Was ist los mit dir, Rolla? Nee, Oma, du bleibst hier. Wir vom Wenn Koks Sie bedroht und von Herrn, oder? Haben die Sie unter Drogen gesetzt? Doch, Sie messen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Brumm, brumm. Wollen Sie jetzt hier ein Gedicht aufsagen, oder? Apache, bleib kein. Das ist jetzt hier eine Mutprobe. Was haben Sie denn jetzt für eine Mission, junge Dame? Ich bin fertig. Ich musste okay. Das machen. Tut mir leid. Soll ich jetzt klatschen, oder? Na, alles gut, ist ja kein Problem. Wir spielen, wenn ich du wäre. Jetzt kommt doch nicht die arme Dame hier. Wollen Sie jetzt gemütlich hier von den Herren, oder was? Nee. Das ist halt eine Aufgabe, die ich machen muss. Ach so. Ich bin Oma 207. 207. Ah. Boah, das Wasser ist durch. Okay, also ich hab Spaß, denke ich mal, ne? Ja. Also Sie wollen jetzt wirklich nichts Großartiges, wollten einfach jetzt nur so ein Gedicht vortragen. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt leider keine Bonbons so zum Verteilen, tut mir leid. Also. Okay. Wir nehmen Taser. Wir nehmen Taser, ja. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Herz hat kurz ausgesetzt. Wie gesagt, das EMS ist da drunten, da können Sie auch noch mal einen vorsagen. Ne? Nee, danke, dass ich okay. Das mit Humor nehme. Ach, ist doch kein Problem, mein Gott. Ich wünsche Ihnen was, die Einen ruhigen Abend noch. Aber ich nehme einen Bonbon. Einen Bonbon? Was? Ich habe einen Bonbon. Oh, warte mal, hier. Ui. Für dich habe ich doch ein Leckerli hier, warte. Und... Ich muss mal gucken, ob ich dem jetzt den richtigen gegeben habe. Hier, die Dame auch. Schön. So, bitteschön, ne? So. Das ist ganz schwindelig. Dankeschön. Ich wünsche euch was, ne? Ich wünsche euch was. Lasst es euch schmecken, ne? Macht es gut. Ja, tschüss. Oh, auf einen Schlag 100 Grad gekriegt. Boah, ich bin nass, ich muss duschen. Apache, bleib gleich. Ich bin Oma 207. Ja, Oma Tilde. Ich war voll aufgeregt. So, wen willst du, Oma Tilde? Jetzt ist Fei Weber. Boah, doch, jetzt nehme ich den Otitos, die war noch nicht dran. Oh, stimmt. Stimmt. Ui. Boah, bin ich feucht. Oh mein Gott. Warte, hast du gerade gesagt, dass du feucht bist? Ja. Also, Edling. Du bist der Rapperin, dann bist du bestimmt auch eine Gangsterin. Ich war Gangster, ja. Ja, wir fahren jetzt in so eine Gangsterhut. Und dann, Haust den Kugel zwischen die Augen. Und dann kaufen wir kaufen vorher eine Wasserpistole, die so aussieht wie eine echte. Und dann gehen wir in so eine Gangsterhut und du gießt die Blumen mit der Wasserpistole. Warte mal, was? Warte, was? Was? Ey, wir kaufen eine Wasserpistole. Aber welche, wo haben die denn Blumen? Weiß ich nicht, müssen wir gucken. Irgendwo ist bestimmt ein bisschen Rasen. Ich hab keine Angst. Das wird schon. Also die muss mit einer Wasserpistole... Warte, was? Du musst mit der Wasserpistole Blumen gießen. Die werden mich erschießen vielleicht. Mit einer Wasserpistole, du und ich. Die sind wach. Ich glaube, die kennen den Unterschied nicht. Ja. Das sind Gangster. Ja gut, dann halt nicht. Ja. Ich bin da tatsächlich auch nicht so kreativ. Da ist mir auch. Ich war super kreativ. Bitch. Bitch. Also, Bitch. Tut mir leid, ich meine das nicht so. Mach's wieder gut. Hau ihr auf den Arsch. Ey, hör auf mit dem Scheiß. Oh mein Gott, hat die Booty, Alter. Ja. Junge. Der ist gut drin. Irgendwas Verrücktes. Spring vom Hochhaus. Ja, das ist ja, das habe ich ein bisschen zu verrückt. Wir können Fontäne springen. Mir wird was einfallen. Bist du eine gute Schwimmerin? Ich kann mittlerweile schwimmen, ja.
kann man von diesem Wasserstaudamm-Ding runterspringen, ne? Nein, aber du kannst... Bestimmt, aber dann stirbt er. Man kann vom Zehner in den Entchen Oh mein Gott, ich habe eine Idee, aber warum bin ich dran? Ja, ich habe auch so viele Ideen. Ja, ich aber nicht. Dann macht ihr lieber. Nee, du musst das machen. Mir fällt nur Blödsinn ein. Teil der Crew, Teil des Schiffs, du bist dran. Aber du darfst nicht so wie Killer-Ding. Was denn? Ich wollte, dass du mit der Wasserpistole die Blümchen gießt. Mensch. In den Eimern. Ja, gut. So. Da hinten ist ein Kran. Und du gehst zu dem Kran. Wo ist der Kran? Und läufst bis zu dem ersten Plateau. Da hinten. Wo ist ein Kran? Ja, da. Ach so, da. Wo? Ich sehe keinen. Da hinten. Wo? Sag mal, kannst du mit deiner Brille zoomen? Na Mensch, sag mal, seht ihr das nicht? Da ist ein Kran mit vier Lichtern dran. Ach doch, da vorne, ja, sehe ich ihn auch. Ja, mal. Genau, und dann aber nur nicht ganz nach oben, sondern du musst eine Mutprobe machen. Erst Plateau. Okay. Hey, das ist doch okay. Gut. Innen. Mutprobe. Hoffentlich passiert was. Hast du Höhenflugangst? Ja. Aber ich musste auch wieder runterspringen. Fahr. Das weiß ich auch noch. Aber du fährst doch. Ja, ich hab dann mit dem Auto gesprochen. Das ist das Auto von Harry Potter. Ey, das stimmt. Ui. Das gehört aber One Weasley. Ja, ne? Wie kommt man denn da hin? Nach links, du fährst dran vorbei. Ja, weißt du, du siehst das 10 Kilometer in den Kran, aber weißt nicht, wie du da hinkommst. Ey, wo soll ich denn das wissen? Da sind jede Menge Straßen zwischen. Oh. Ist der vielleicht bei der großen Baustelle da? Hallo, Herr Nuri. Ja. Wie geht's dir? Gut, und Ihnen? Ja, noch gut, oder? Herr Nuri, ich wurde vorhin überfallen. Von wem wurdest du überfallen? Von so Gangstern. Ich war mit dem Rasenmäher auf dem Weg zu der Tankstelle. Der rote Kran? Und dann haben die mich verkloppt und den Rasenmäher in den Pool geworfen. Ja. Boah, willst du sie umbringen? Ja. Wir haben den in den Pool geworfen. Okay. Ja, dann müssen wir Ali vorbeischicken, der den wieder aus dem Pool fischt. Ja, ich habe auch schon einen Dings geholt, den Abschlepper, der konnte nicht rauskommen. Ja, dann muss Ali mit dem Helikopter kommen. Mit dem Helikopter? Wir machen gerade Mutproben. Wie, ihr macht Mutproben? Wir spielen, wenn ich du wär. Ja, das kenne ich, das haben wir auch schon gespielt. Wir landen danach meistens im Krankenhaus. Ja, OG Toasty muss jetzt auf einem Kran klettern. Wieso hab ich denn? Und soll ich dir was sagen, Herr Louis? Was denn? Die muss da hochklettern und die hat keine Hose an. Oh. Es wird windig. In Downtown. Aber, siehst du, was ich... Okay. Nicht, dass sie wegfliegt bei so einem Windböe. OG Toast, du darfst nicht wegfliegen in der Windböe. Hey, das macht man nicht. Aber du hast recht. Muss ich dann irgendwie den Flug bezahlen oder so? Pinsel halt und ein T-Shirt geguckt. Das macht man nicht. Ich muss immer, gib ihm meine Nacken. Ja, dann macht es einfach die Tage. Aua, warum? Nein, aber was ich fragen wollte. Soll dich schauen dafür. Hast du dir mal überlegt wegen Fliegen und so weiter? Ob du da Bock drauf hast? Ja, aber ich flieg doch, ich hab doch Bock drauf. Ja, weiß nicht, du warst ja am Überlegen, ob du wegen Taxi und keine Ahnung was alles, so hatten wir doch demnächst besprochen, irgendwann abends mal. Bis zur ersten Dings. Warte mal, warte noch nicht, ich muss. Telefon. Die erste ist. Ja, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Sollen wir die Tage nochmal telefonieren? Ich weiß nicht. Alles klar, mach mich so. Pass auf, dass du nicht im Krankenhaus da bist. Ich mach sowas nicht. Also, der rote ist. Okay, Andrew. Bis die Tage. Bye-bye. 10 Sprossen. Ja. Herr Nui sagt, wir sollen aufpassen. Das sind 10 Sprossen. Warte mal, da oben musst du... Oh mein Gott, was mache ich? Okay. Auf dem Kran muss die. Sie ist doch jetzt... Oh. Jetzt ist sie los. Ja gut, dann der Kran. Oh, die Toshi, sei bloß vorsichtig. Oh, ich hab geschafft. Ja, du hast geschafft, aufs Erste. Aber ich soll es doch nur aufs Erste. Ich kann. Ja, okay. Mein Nacken ist so dick, ich kann nicht nach oben gucken. Wie gut gemacht. Wie, warte mal, das war's schon? Eigentlich. Hey, das ist doch Schiebung.
Nein, ich wollte ja eigentlich erst. Ja, aber ich wollte eigentlich erst den gelben, aber ich glaube, der ist zu gefährlich hier, der große. Den nehme ich auch. Ui. Schnell hinterher. Oh. Warte. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine. Oh mein Gott. Ich bin Usain Bolt. Ich habe keine Angst. Da willst du Hilfe. Hoch. Aua. Oh. Warte, ich komm, Pinsel. Oh, oh mein Gott. Oh. Aua. Ich habe keine Angst. Lass mich. Ach, hast du mir nachgemacht? Oh, Scheiße. Was quietscht da so? Ist das eine Schraube? Du bist gleich oben. Ich kann die nicht sehen. Ich sehe auch nichts. Jetzt sehe ich gar nichts mehr wegen meinem Hut. Da oben ist sie. Pass bloß auf beim Runterkommen. Ich fange dich. Man könnte einen Schlipper sehen. Ich kann dich sehen, dein Schöpfer. Ich hab keine Angst. Du bist voll mutig, ne? Ja. Okay, jetzt Soji Toasty dran. Okay. Ich sage, Pinsel, wenn ich du wäre, würde ich mir die Haare in eine ganz knallige Farbe färben. Und ein schickes Make-up dazu teilen. Auf geht's! Oh, nö. Ich hab kann nicht mehr, ich bin aus Puste. Ich bin alt. Ja, und bald tot. Genau, wie du, wenn du so weit davor das. Gar nicht wahr. Linse? Ja? Bis wir in Haierbett gehen. Bis in Haierbett. Oji Tosti, warum ist denn dein Schlipper, warum ist... Oh mein Gott. Warum ist denn der gelb? Oh, der ist nicht gelb. Handy, du hast die Polizei gerufen. Warum? Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Die Waffen. Oma Turtle hat die Ruhe weg. Hey! Ich hab doch gesagt, ich bin alt. Ich kann nicht laufen. Sag mal, Motor! Also Pinsel muss sich schminken und Haare färben. Ja, ganz knallig. Ich finde, dass dem Pinsel rot steht. Also so ein richtig schönes, knalliges Rot. Mhm. Und weil der Pinsel immer lustig ist, will der eine Clown-Make-up so gut stehen. Ui. Oh, was ist denn hier schon los? Oh. Wow. Wow. Hey, ja. Wohnst du doch, Oji Toasty? Ui. Da wo? Da vorne beim Krankenwagen. Nee, ich wohne nicht mehr da. Oh, hier ist was passiert. Ui, ui, ui. Hier ist aber ordentlich was los. Kiss my wrinkly ass. Kiss my wiggly ass! Oh, scheiße, wo habt ihr den Feuerschein gelernt, Mann? Oh mein Gott, wir laufen in Bonn. Das ist doch ein Kumpel von dir. Woher kennst du den? Tschüss, Raven. Der war doch schon nur ganz oft bei Cody. Der nimmt doch immer die Haarschrauch-Zigaretten-Dinger. Ja. Oh, habt ihr das gehört? Das war mein Energy Drink. Huh. Boah. Ich bin voll fancy. Oh, die Toasty, machst du dem die Haare? Ja, Caro. Eine schöne Farbe. Können wir da hinten? Ja, Caro. Jetzt habe ich Halsweh vom Lachen. Boah, ich habe mir gerade die Seele geguckt. So. Ja. So. Welche Farbe willst du? Ich bin für rot. Ihr müsst schon sagen. Wir haben knalliges Grün, knalliges Blau, Türkis. Ein Rot weiß ich nicht, ob das so wirklich knallig ist. Ja, aber das passt zu seinem Knallkopf.
Ja schon, boah, aber ich will ja, dass er eine knallige Farbe hat. Boah, mit blond sieht er aus wie Justin Bieber. Ja. Knallig. Das ist nicht knallig. Knallig. Das ist knallig. Das ist knallig zum Beispiel. Das ist gut. Auch. Oh, du siehst aus wie Zuckerwattekopf. Ja, Zuckerwatte. Warum das war? Ich bin für das Rosa. Für das Einhorn Rosa. Okay. Okay. Aber OG Toasty muss entscheiden. Ja, nimm das knallige Pink. Das ist schon dann das. Das andere, das. Okay. Und schminken muss er den. Und schminken ein schickes Make-up, was dazu passt. Was ist das denn, Alter? Das sieht aus, als hätte Heik dir in... Egal. Ein Clown? Oh, ich bin einer von der Bombe. Du wolltest ein Clown? Oh nee, kein Clown. Oh Gott. Nee, ich hab Clown gesagt. Das sieht irgendwie aus. Das sieht gut aus. Ja. Mein Mund sieht aus wie ein Arschloch. Das ist perfekt. War vorher auch schon so. Also nehmen wir das. Ja. Perfekt. Und du darfst keine Kappe anziehen, ne? Ja, und keine Brille. Ich habe Kappe hier. Siehst du aus, als kämpfst du vom Kiss-Konzert. Leck mich am Arsch. Hölle. Okay, wer als nächstes dann? Pinsel ist. Boah. Der darf aussuchen. Leck mich am Arsch. Ach du Scheiße. Dann gehen wir. Ach Mann. Ich wollte gerade sagen, dann geben wir uns coole Klamotten K.O. Aber wir können Lina umziehen. Oder wen soll ich? Du musst jemand aussuchen. Du musst erstmal jemanden aussuchen. Dann machen wir Erdnuss. Okay, was muss ich machen? Du musst... Eigentlich, fahr mal hoch zum Ententeich. Wir machen das. Oh, was muss ich da machen? Ein Tsunami. Was für ein Tsunami? Dann siehst du dann. Wie soll ich ein Tsunami machen? Das ist gar nicht möglich. Doch, keine Sorge, kriegst du hin. Okay. Warte ab. Warte, wenn ich dran bin. Warte ab, Junge. Warte ab. Entweder du oder OG Toasty. Allzu lang kann ich leider nicht. Ich muss morgen früh um 5 Uhr auf. Oh, wir haben schon halb 12. Jo, es ist... Ich lasse die Schminke morgen noch drauf, wenn ihr wollt. Ja. Aber ich muss bald schlafen, sonst schaffe ich es morgens nicht zum Feld. Um 5 aufstehen. Ich komme mit. Okay. Ich komme auch mit. Sollen wir zum Aprikosenfeld? Okay. Ja, wir haben mal was anderes. Die bringen jetzt 25 Cent mehr, habe ich gelesen. Mensch, da wird man ja richtig reich. Ja, unnormal. Jo. Kommt mir sofort, es wäre hier gefühlt jeder Millionär. Oder wir gehen zu den Kürbissen. Da, guck mal, der schon sein Erbgeld einzahlt. Nee, habe ich schon überprüft. Aber Oma, ich habe meine Fahrschule. Da links, siehst du das? Ja, ich mache morgen meinen Führerschein. Ja. Oma, woher weißt du, wo der Ententeich ist? Komm mal, Navi! Ich habe Navi eingegeben. Ach so. Ich dachte schon wieder, du bist mit Stadtkarte unterwegs. Klappkarte. Stadtkarte. Ja, die kann sogar auch klappen. Guck mal, 187.
Audrey Toasty, wohnst du jetzt da um die Ecke, wirklich? Ja. Deshalb dein Frau hat das schon verstanden. Ja, deshalb war Twinkie wahrscheinlich auch, hat die rausgefunden. Noch ein Stück. Bis zu dem Turm da hinten. Okay. Und da musst du parken. Und dann? Dann muss Erdnuss da hochklettern. Oh. Und dann? Dann musst du in Wasser springen und dann beim Runterfallen einen Zungenbrecher aufsagen. Wenn du den falsch aufsagst, musst du nochmal springen. Aber ich bin nicht gut im Zungenbrecher. Das ist jetzt schlecht für dich. Und wie soll ich da hochkommen? Vom Auto. Aber das Dach wird kaputt. Uiuiui. Ui, ui. Wieso? Okay. Du machst gerade so, als wärst du... Fisch ist Fisch, Fisch frisch Fische. Oh, das ist ziemlich hoch, ne? Okay, was hältst du? Ja, das ist voll hoch. Ach, Quatsch. Oh Gott. Boah, das ist echt gesprungen. Hoch. Ich hab Höhenangst. Da wird einem ja schwindelig. Pass auf, was hältst du von der Whisky-Mixer mixt frischen Whisky? Frischen Whisky-Mix, der Whisky-Mixer. Ich kann das nicht. Hm. Das ist ein endloser Loop. Fisch als Fritz. Fische. Dann machst du gut, wie du es schaffst. Und wir sind die Crowd. Wir entscheiden, okay, ob das gut war. Okay, was soll ich sagen? Geh, drück den dünnen Dirk, da den dicken Dreck. Da, dicke Dirk. Jetzt ja, du. Der dicke Dirk drückt dicken Tag, dicken drücken, dicken. Ich kann sowas nicht. 10 Zentner Zucker zum Zoo. Jetzt war der traurigste und langsamste Zungensprung. Brautkleid und blau Kraut. Kann ich frische Fische sagen? Okay. Fische ist Fritz. Okay. Fische. Und ich muss da runterspringen? Richtig. Kann so oben stehen bleiben, weil dann ist ja die Aufgabe als nicht geschafft. Okay. Komm, du hast, falls du dringst, hast du die Thrombosestrümpfe. Die retten. Ich spring jetzt da runter, ne? Und den okay. Ganzen Zungensprecher. Oh mein Gott, Fisch. Hilfe. Ich bin umgeknickt. Geht's dir gut? Ja. Ich bin umgeknickt. Hilfe. Es ist so kalt. Wo muss ich hin? Am zum Ufer. Oh da. Ich hol das Auto. Ich bin umgeknickt, aua. Nein. Mir ist kalt. Ui. Ja, ich bin der Coolste. Ich bin umgeknickt. Am besten war, dass du noch trotz allem versucht hast, mit aller Kraft diesen Song zu sprechen. Aber konnte ich nicht, war so unter Schock. Das sind 10 Punkte trotzdem. Kannst du, Oma, kannst du die Heizung anmachen? Na klar. Okay. Du bist entweder OG Toasty. Ich glaube, ich nehme OG Toasty. Okay. OG Toasty, wenn ich du wäre, ja, würde ich die Polizei anrufen. Und mit richtig dominanter Stimme sagen, dass der sofort kommen soll und dich bestrafen soll. Ui. Ohne. Ich kann das so, nicht. Ich bleib dafür mal stehen. Du aber musst die haben ihn anrufen meine Nummer blockiert. Und mit ganz ernster Nummer sagen, du kommst jetzt sofort hierher und du bestrafst mich, du Drecksau. Ich war ganz unartig. Oh mein Gott. Sag, dass du ein böses Mädchen bist. Doch, du musst das machen. Die haben meine Nummer blockiert früher. Nee.
Nee, nee, nee. Aber du musst wirklich so... Schon an. Guck mal, wie ich aussehe. Du musst wirklich so einen ganz dominanten Ton drauf haben. Aber ich kann nicht dominant reden. Dann musst du das machen, trotzdem. Wie das sagt man das nicht. Denn, dominant? Ja, du musst so böse klingen, so bestimmerisch. Böse bestimmerisch. Du rufst an und sagst, du kommst jetzt sofort hierher an. Und dann bestrafst du mich, du Drecksau. Ich war ein böses Mädchen. Boah, ich muss so... Oh mein Gott, mir ist so warm. Oh, man könnte die Heizung wieder ausmachen. Ja, na klar. Boah, mir läuft die Brühe schon. Die Arschrinde. Bis in die Füße, bis in zu den Füßen. Los jetzt, Olli Tosti. Der Schlüpper, das ist schon eine Badehose. Ich muss mich erstmal sammeln, okay? Ja, ja. Sammel du dich erstmal. Ich schneide mir so lang den Fußnagel ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der ist voll aus dem Fenster geflogen. Und der war spitz. Ich kann's nicht. Ach, gut, dass er nicht im Auge gelandet ist. Und die Tosti im Mund. Du schaffst das schon. Okay. Hey, du musst hierbleiben. Geh von der Straße weg. Ich schaff das schon. Komm ins Auto. Ich darf euch nicht lachen. Aber wir wollen das hören. Aber so kann ich nicht. Doch, du musst kommen. Jetzt Kontenance. Beherrsch dich. Ich sage nichts, bis er ein Gespräch beendet ist. Genau, ich lache auch nicht. Ich lache nicht, bis du fertig bist. Aber du musst wirklich, okay. Wirklich... Wir halten uns allen den Mund zu. Ja. Ich finde das irgendwo. Du kommst jetzt sofort hier hin und bestrafst mich, du Drecksau. Ich bin böses Mädchen. Oh, das ist so schwer, das zu sagen. Ich kann sowas nicht. Komm, denk einfach, du bist ein Schauspieler. Okay. Okay, okay. Beruhig dich. Du kannst es. Geht keiner dran? Du kamst jetzt sofort her und bestrafst mich. Ich war ein böses Mädchen. Du Drecksau. Du Drecksau. Was hat er gesagt? Oh mein Gott, meine Herren. Mir ist so schlecht. Ich hab Baby in den Augen. Warte mal, was hat er gesagt? Er war total erschrocken. Er so, wie bitte? Oh. Oh mein Gott, mir ist so warm. Oh. Okay. OG Toast ist dann. Okay. Oma, du oh, bist toi. Jetzt kommt's. Oh Gott. Du kommst sofort her und bestrafst mich. Ich war ein böses Mädchen, du Drecksau. Die Oma was meinst du, was der heute Abend gehen? Nach Hause fährt und der sich ins Bett legt, was der sich darüber Gedanken macht? Alter, ich krieg einen Asthmaanfall. Steck den Finger am Hals. Ich möchte, dass du bei Opa Willi so richtig in den Arsch kriechst und am Ende noch fragst, ob er auf ein Date mit dir gehen will. Aber was heißt denn im Arsch kriechen? Ja, so Komplimente machen. So also, übelst eklig, so von wegen, schleimige. So von wegen, Opa Willi, du bist so ein schöner Mann. So. Du bist richtig Opa Willi, ja. Schon Telefon, oder? Opa Willi, oh schon schlafen, persönlich. Ist der schlafen gegangen schon? Ja. Oh, scheiße. Der hat mich angerufen. Da muss der Onkel Dieter anrufen. Da muss der Onkel Dieter anrufen. Wer ist Onkel Dieter? Der von der Polizei auch. Oh Gott. Das ist auch ein alter Opa. Ui. Ja,
Hast du die Nummer? Telefonnummer. Achso, ich hab die nicht. Ich hab die. Onkel Dieter. Oh. Aber der kennt mich doch gar nicht. Das wird ziemlich seltsam. 555. Genau, 61. Ja. 01. Ja. 259. 359. Okay, und den dann einfach nur ein bisschen was vorschnulzen. Komm. Und dann ja, ganz, ganz krasse Komplimente machen und fragen, ob der auf ein Date mit dir will. Okay. Oh. Ja, entweder besetzt oder nicht. Oh, geht nicht. Scheiße. Malte, dann... nee, Oji Toasty muss sagen. Weil ich hätte noch eine Alternative. Aber ich weiß nicht, ob ich die Nummer habe. Boah, ich bin schon nass. Geil, das ist so. Oh ja, gib's mir. Ich bin schon verdammt nass. Konnte schreien. Halt's Maul, Junge. Warte. Sie konnte schreien, so viel sie wollte. Es war mein Regenschirm. Ich bin nackt und verloren. Soll ich denn jetzt anrufen? Weiß ich nicht. Oh, die Toasty muss sagen. Da müssen wir uns wohl was Neues anfangen lassen. Ja. Oh, mir ist so schwindelig. Oh, du könntest das auch bei Cody machen. Der ist noch da. Das wäre lustig. Ja, dann gib mir die Nummer. Also keine warte. Freunde? Kann uns doch bestimmt mit dir treffen. Ich ruf mal an. Nicht am Telefon? Doch, mach. Oh. Aber persönlich wird er lachen und sagen, jo. Okay, ja gut, dann ruf an. Oh, weil wenn wir dabei wären, dann wird er das nicht so... Das ist die 499? 499. 59? 59. 71. 71. Mit 555 da vorne. Genau. Der ist übrigens ein junger Bursche. Klingelt? Mhm. Ich schmeiß die Würfel hier nicht durch dagegen. Sorry. Der geht nicht ran. Nee, geht nicht ran. Mann. Manometer. Ist schon spät. Ja, das Mann, stimmt. Nein. Vielleicht ist schon zu spät. Dann müssen wir morgen weiterspielen. Ja, okay. Okay. Und weil was machen wir jetzt? Ich müsste noch mein Auto beim Alis Dings holen, da beim Mehmet sein Dings. Beim Abschlepphof. Können wir mich gerade nur raushören, gerade dahin wohnen wir ja. Ja, also, das stimmt. Wir müssen ja nur geradeaus fahren. Dann machen wir morgen damit weiter. Ja. Das macht okay. Spaß. Machen wir. Lass die Schminke drauf. Du kommst jetzt sofort hierher. Und bestrafst mich doch einfach. Wie kannst du mich nur dazu bringen? Ist lustig. Gar nicht, das ist lustig. Du bist eine Sau. Ich muss ins Krankenhaus gehen und sagen, dass jemand sein Gesicht auf mein Gesicht gemacht hat. Hä, hey, das ist voll normal. Sowas kann passieren. Das ist krank. Aber das Garde, das war krank. Nee, das hast du gemacht, das war krank. Oh, mein Kopf. Aber Kopfschmerzen? Ja. Pinsel, weißt du, wie du aussiehst? Wie? Als wäre Oma töte deine Mama und die hätte ich gerade von der Kirche abgeholt. Oh. Und du hast gerade voll deinen Gothic-Trip, Junge. Ja, ich bin der Kiss-Fanboy. Kiss my anthem. Kennst du das? Dann guck mich nicht an. Das will ich auch nicht. Wen kenne ich? Kiss My Anthem. Aus dem Film Vorbilder. Nein. Du siehst aus, ne? Oh mein Gott. Guck mal. Du siehst aus, ne? Ich muss mal meinen Hut abnehmen. Als hättest du eine ganz schwierige Zeit durchgemacht. Fürs Deinheit, schlaf gut. Oh mein Gott. Also wenn du in Phasmo vor mir stehen würdest, dann würde ich mich erschrecken. Ich glaube, ich hätte vor mir selber Angst.
Omi. Omi. Wie du da heißt. Ja. Guck mal rüber. Worüber? Zu mir. Ja. Ja, guck doch mal. Ich guck doch. Guck doch. Guck doch. Nein, andere Richtung gucken. Ich guck doch zu dir. Tust du nicht. Doch. Omi, da. Nee, nee, auf gar keinen Fall. I dich, deine alte Pussy. Du eklige. Du hast gesagt, ich mal old Pussy. Ich glaube, du spinnst. Du hast einen Rad, aber du Ferkel. Boah, ich muss sofort. Du bist ein Fimmel. Nee. Nee, nee, nee. Das ist ein No-No. No-No, Square. Das ist Fui-Fui. Okay, ich überleg's mir. Warum soll ich denn jetzt gucken? Ja, wegen dem hier. Fuck you, Motherfucker. Du bist selbst ein Motherfucker. Du Arschloch. Du siehst so hübsch aus, wenn du neben mir liegst. Ein Blick und ich weiß, ich bin der, den du liebst. Ich seh Pinsel nicht. Oh, da. Oh Gott. Nein. Junge, du bist hässlich, Alter. Küss meine Lippen. Oji Toasty, weißt du, was die Oma gerade zu mir gesagt hat? Nee. Eat my all dirty pussy. Das ist doch null, null. Fui, fui. Fui, fui. Fui, fui. Obst. Hier geh ich immer Obst kaufen. Snickers und so. Und Twix. Schön vorsichtig, Oma. Ja. Oh, wer wohnt denn hier? Ich wohne hier und Pinsel. Und meine Frau Twinkie. Oh Gott. Und Biggie und seine Frau und Opa Willi ist ausgezogen. Nee, ich wohne im Poolhaus. Das ist mein Haus hier. Aber du kannst bei Opa Willi jetzt einziehen. Ui. Darf man nicht weiter als bis zu die Bagger? Doch, darf man. Ach so. Was? Danke fürs Haus. Bis morgen, Pinsel. Yes. Kiss my wiggly ass. Bye-bye. Bye-bye. Tschüss. Hier ist ein Duplo. Das sind meine Bagger, Oji Toasty. Wow. Ja, damit bin ich immer einkaufen gefahren für meine Frau Twinkie. Der eine sieht aus wie der, den wir mal hatten. Ihr hattet auch mal einen Bagger? Mhm. Omi, kannst du mich zum Abschlepphof fahren? Ich bin unterwegs. Danke. Und hier vorne wohnt Oji Toasty, jetzt hat die gesagt. Ja, da wurde er Dank für den Raid und guten Abend. Ja, schauen wir mal, ob der Penalty bedankt ist. Dankeschön für den Prime im vierten Monat. Vielen lieben Dank. Hier wohnst du? Oh, jetzt steht da nichts. Sehr gut. Oh, dann sind wir ja quasi Nachbarn. Das muss ich, aber Twinkie weiß das schon. Das war ganz schön unheimlich, diese eine Morgen, wo sie ihr ganzes Gewicht gegen die Tür gestemmt hat. Immer und immer wieder. Und ich so, oh nein, die ist so scheiße stabil, aber wer weiß. Du hast keine Beweise dafür. Ich hab Bring das bitte nicht zur Anzeige, okay? Twinkie ist nun ein super riesen Fan von dir. Hallo? Ja. Ja, ist schon, hat sich schon erledigt. Oh mein Gott! Ui. Alles gut. Boah. Das ist ja wie Achterbahnfahren. Kannst du das bitte nicht zur Anzeige bringen, Oji Toasty? Na gut. Sie ist einfach ein super Fan von dir. Ja, okay. Aber wenn die wiederkommt und noch mehr Gruselzeugs macht, dann muss ich gucken, wie das weitergeht. Kannst du, wenn du sie siehst, aber die ist, glaube ich, also auf dem Zettel stand, sie ist in Europa geflogen. Hey. Aber falls du sie trotzdem siehst, kannst du sagen, die soll sich mal bei ihrem Speckbäckchen melden? Ja. Danke. Oh, mein Turtle, pass auf. Oh, Polizei. Oh, komm mal vorbei. Ich bin schaulustig. Da ist ein Unfall passiert. Oh! Da darf man eigentlich nicht vorbeifahren, ne? Ja, ja. Ist jetzt passiert!
Was meint ihr, soll ich beim Taxi kündigen? Was willst du denn sonst arbeiten? Hausmeister will ich werden. Wo? Hausmeister? Hausmeister, weiß nicht. Beim Polizeirevier oder im Krankenhaus oder so. Aber würdest du sagen, ist so belohnend? Ich weiß nicht, wie viel man da verdient. Weil? Oder was meinst du damit? Ja, ja. Ich weiß nicht, was man... Ich weiß, dass der John vom Taxi mal Hausmeister war. Probier's doch einfach aus. Ja. Ich weiß aber, ich habe aber noch nie eine Bewerbung geschrieben. Frag doch erstmal nach, ob die überhaupt eine schriftliche Bewerbung haben wollen. Oder mündliche, ne? Ja. Könnt ihr mir dabei helfen? Ich kann dir helfen. Na klar. Ich habe eine Bewerbung zu Profi-Rapperin geschrieben. Könnt ihr mir auch helfen dann? Ja. Ich habe immer sonst nur auf dem Bauernhof gearbeitet. Und ich war Agrarflieger. Ich habe nämlich Pilotenschein. Oh. Hui. Oh, so ein Ding hätte ich auch. Um Wohnwagen. Ja. Boah, ich glaube, ich kaufe mir so einen. Dankeschön. Bitte? Treffen wir uns bei... Warum habe ich keine Haare? Weiß ich Was nicht. Hallo? Hast du dich erschrocken? Ja. Sind dem See ausgefallen. Warum sind mir die Haare rausgekommen? Ja. Das lag bestimmt an der Dauerwelle. Mhm. Abgebrochen. Treffen wir uns gleich noch bei OG Toasty im Haus? Weil ich wohne auch da. Und du auch, Oma. Um die Ecke. Ja. Ja? Ich bin. Okay, ich muss Geld abholen. Wartet, vielleicht ist das Geld da. Aber. Warte, ich hol auch noch ein Auto, weil dann ist egal, wenn ich mit. Hey, du Rüpel, fahr hier nicht so. Hier laufen Kinder. Fahr vernünftig, sonst muss ich dich der Polizei melden. Boah, warum bist du so? Ja, weil ihr fahrt hier mit 120 km/h. Was ist eine Lüge? Wohl, wir sind Menschen. Und dein Auto qualmt hinten. Das ist der Auspuff, Bruder. Ach so. Ich bin reich. Oh. Denk mal was. Warum trägst du nur eine Maske? Hab die Grippe. Das Stopp. Ist vorbildlich. Dankeschön. Danke. Wir brauchen mehr Bitte. Leute wie dich. Ja. Warum steigt ihr jetzt aus? Will ich Stress? Oh. Hallo, Herr Abschleppermann. Ich möchte mein Auto gerne mitnehmen. Ja, genau. Dankeschön. Hey, war nur Spaß, okay? Idiot. Was ist denn das? Mein Bike. Ich fahr schon mal vor. Ja, bis gleich. Oh, du fährst Moped? Ja. Warum ist denn das so lang da hinten? Das kompensiert einiges. Ach so, okay. Ich hab keinen Schwanz, weißt du? Aber Oma Turtle hat einen. Was macht denn die Oma Turtle da? Oha. Die hat einfach Nitro gezündet. Na, was sagt ihr zu meiner Karre? Fresh, fresh. Geil, ne? Ja, danke. Danke, eure ist auch cool. Danke, danke. Mach das Tor auf. Ah, Ultra. Boah, ist so lustig heute. Ist ja trotzdem noch Bubble, aber... Ich hab's schon vermisst. Wenn jeder Tag nur so wie heute wäre. Ehrlich. Dann hätte ich nichts zu meckern. Apache bleibt gleich. Ich liebe dieses Auto, Alter. Bisschen Stress machen noch. Gar keiner mehr da.
du bist halt zum ersten Mal da, Bastardo. Bist du Italiener? Das freut mich, wenn du Spaß hast. Dafür bin ich hier. Aber schon wieder 12 Uhr ist immer weniger los auf dem Server. Aber wenn wir 19 Uhr anfangen, dann geht's wieder ab. Oh mein Gott. Der Flug. Oh nein. Ja, du, ich bin Laktoseintolerant. Und ich trinke meinen Kaffee immer mit Milch. Kenn ich den Washington mit Peanut? Das sieht gar nicht aus. Ja, kenn ich. Ich kenn den Washi. Klar kenn ich den. Oh, wild, wild. Da siehst du, kannst du jetzt mal die Socken verkaufen, hast du 4 Monate Essen. Oder so, ja. Mr. Washington, gehen Sie ans Handy. Ja, na klar. Ja, das ist... Mr. Washington! Man muss seinem Vater nicht nachkommen. Oh. Hallo? Hallo? Mr. Washi? Ja, hallo? Sind Sie hier in der Brücke, in der Tür drin? Ob ich in der Tür drin bin? Ich höre Sie reden. Ich... Sie haben mit dem Bürgerbrater geredet. Ich bin hier im Tunnel. In was für einem Tunnel? Da beim Krankenhaus im Tunnel. Da unter, oder was? Ja. Was machst du da? Ja, steckst durchfahren. Ich will nach Hause. Aber so. Ich habe sie reden gehört und ich dachte... Und hier ist eine Tür. Ich dachte, sie sind hier gefangen. Ach so, nee. Ich wohne da. Ach, Sie wohnen hier unter der Brücke? Ja, richtig. Ah. Kann... Gehaltschecks sind leider nicht so gut. Kann ich mal reinkommen? Oh. Kann ich ihn aufschließen, ja? Oh, hier ist eine Polizei. Das ist nicht gut. Dann würde ich wegfahren. Ich werde angehalten, Mr. Washington. Okay. Ach so. Ach, Sie sind das. Ich bin das, hallo. Herr, wo waren Sie denn? Ich bin aus meiner Garage. Also, ich habe ja da auch eine Garage. Hier wohnen Sie? Hier wohne ich auch, ja. Das ist mein Ferienhaus hier. Und wie kamen Sie jetzt da raus? Naja, hintenrum ist eine. Ist die. Ach, hintenrum, ja, das kennt man ja von Ihnen. Ja, das ist halt der beste Weg, ne? Ja. Hab's noch nie probiert, aber es, in meinen Gedanken ist es sehr angenehm. Und wo ist der Herr Cody? Den habe ich auch gehört. Der ist auch, der war gerade zu Besuch und wir haben über Burger geredet. Ah. Mhm. Okay. So, hast du irgendwas an deiner Frisur geändert, oder? Mir sind die Haare ausgefallen. Oh, scheiße. So viel Stress? Ja. Ich meine das nicht böse, ne? Was denn? Gerade. Ach, alles gut. Ich mag alle Farben. Ja, ach, man muss ja tolerant sein. Also ist jetzt nicht so mein Fall, aber... Was? 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 Sie sind doch bei der Polizei, ne? Steht zumindest auf meiner Weste drauf, ja? Ja, sowas kann man sich ja auch kaufen, ne? Ja, tatsächlich. Aber ja, bin ich. Ich denke, mein Beruf wechselt nach. So was? Ich kann gut Sachen sauber machen. Kann man im Polizeirevier Hausmeister werden? Wir haben das mal mit jemandem ausprobiert, ja? Ja, ich weiß, mit dem Penner John. Ja, richtig. Aber der ist ja nicht so professionell wie ich. Nee, das ist voll nach hinten losgegangen. Ich kann mit den Händen waschen und mit meinem Bauch. Also ist der Dreifacheffekt, ist wie Lotus-Effekt. Glauben Sie mir, da knallen sie durch die Tür, weil sie nicht sehen, dass da eine Scheibe drin ist. Also mit ihrem Bauch da rangerieben haben vorher? Ja, mit der rechten Hand, mit der linken Hand und mit dem Bauch. Wie mein chinesischer Kampfkunstlehrer Mr. Miyagi mir gesagt hat. Polieren und auftragen, auftragen, polieren. Komisch, der hat sich mal mein Bein gerieben, ich weiß auch nicht wieso. Ich vermisse den alten Wichser. Ja. Und was hast du denn eigentlich vorher beruflich überhaupt gemacht? Warst Taxifahrer, ne? Genau. Und das ist nicht mehr so deins? Nee, um mein Telefon. Oh, mich wurde von der Polizei angehalten. Ich komme sofort. Ui, okay. Ist hier was passiert? Nee, ist nichts passiert. Hey, nehmen Sie okay. Den Taser weg. Ui, bis gleich. Ist nichts passiert, bis gleich. Ich bin noch Taxifahrer, aber ich glaube, ich kündige.
ist nicht mehr, nee, nicht mehr so erfüllend. Da sind auf einmal Kriminelle. Oh. Da arbeiten Kriminelle auf einmal. Ja, mit denen sollte man nicht so viel zu tun haben. Einen davon habe ich letztens getroffen und der hat unseren Chef beleidigt als weiß Penner und sowas. Ui, und noch schlimmere Sachen. Na, wenn die oben drei noch tätowiert sind, dann ist sowieso. Eieiei. Ja, sowieso. Das ist doch abgefahren. Ja, ja. Bunte Haare und tätowiert und Ratte auf der rechten Schulter. Das sind die Schlimmsten. Das sind die Schlimmsten. Ja, die Klassiker, die hinterm Bahnhof immer rumlungern. Ja, ich bin echt am Überlegen. Ja, wenn du dir das fertig überlegt hast, dann kannst du ja gerne mal anrufen. Wir haben tatsächlich in der Theorie die Möglichkeit, Facility Management einzustellen. Ich mache auch das Klo und ich kann einen super Kaffee. Das ist im Zusammenhang sehr, sehr, sehr gut, ja? Ja. Nicht schlecht. Ja, okay, dann melde ich mich mal. Alles klar. Dankeschön. Ja, dann wünsche ich dir eine schöne Weiterfahrt. Schöne... Und gute Nacht. Ja, ebenso. Ich gehe dann jetzt nach Hause. Bye. Wiederschauen. Have a beautiful time. Ebenso. Also die Möglichkeit besteht. Das wusste ich schon vorher durch John. Muss ich mich halt drauf bewerben, ne? Aber werde ich tun, Chat, werde ich tun. Habe ich Bock drauf. Aber dann so richtig, richtige Pommes, Alter, mit richtig gutem Soundboard. Ah, Patrick, bleib gleich. Hab ich irgendwas verpasst? Nein, habe ich nicht. Aber wo war der, Alter? Warum habe ich den reden gehört? Der kann ja nur über mir im Krankenhaus gewesen sein. Aber so weit geht doch die Sprachdings gar nicht. Und dann kam der auch noch von hinten, da kann man gar nicht runterfahren. Ja, hat er ja gerade gesagt, die haben das einmal bisher nur gehabt. Und ich wusste das halt von John, weil der John damals einen Ausweis hatte. Mit Facility Management, LSP, die Dinge. Nee, ich glaube nicht, dass ich mit Curtis jemals zur Polizei gehen würden wollen würde. Also ich hatte natürlich die Idee, aber ich bin ganz ehrlich... Wir hatten alle solche Sounds, Kombi. Wegen Bennys. Aussaugen, alles Mögliche. Die bekommen jetzt bestimmt eine Bewerbung von den Rusty-Besitzern. Aber ich glaube, dass der Benson das dann schon merkt, wenn auf einmal Bewerbungen kommen. Und ich meine das gerade nicht mit böswillig, weil ich gesagt habe, ne? Wir mimen drum. Ja, aber das ist ja doof, weil du bist Oji-Dosi. Entschuldigung. Das ist ja dann doof, wir können ja nicht zwei Ojis haben. Ich wurde vom Polizei Washington angehalten. Ui. Ich habe den nämlich gehört. Da hab ich der den angerufen. Der ist voll der Fanboy von mir. Ja. Ich hab den mal gefragt wegen Hausmeister, ne? Und? Der hat gesagt, ja, ist im Prinzip möglich. Muss ich nicht. Aber ich hab jetzt nicht gefragt, ob schriftliche Bewerbung. Hab verpasst. Boah, vielleicht darfst du dann sogar an die Asservaten. Ja, und da werde ich alle dreckigen Drogen vernichten. Da haben die mich das gezeigt. Ehrlich? Mhm. Ich bin da so haben die gesagt, sag das dein Mann ruhig, dein Freund Curtis und nicht so, warum mache ich? Aber ich glaube, ich hab's vergessen. Das darf man nicht sagen. Aber ihr beiden, ich lasse euch jetzt, es geht alleine, ich mache ja. Ich gehe auch schlafen. Wir ja, sehen uns dann morgen. Und ich wohne da oben auf dem Berg bei den reichen Leuten. Ja, ich weiß. Ich war ich doch ein viel größeres da. Haus als du. Ja, aber meins reicht ja auch für mich und meinen Freund. Du musst ja mit mehr teilen. Ja, mit mehr. Ja. Okay, dann gute Nacht. Gute Nacht, Schaf. Bis morgen. Ich gucke mir gleich Bewerbungsformulare an. Und ihr sagt mir dann, ob die gut sind. Okay. Okay, vielleicht peace kann out, mir auch Homeboys. Okay. Und Girls. Und du passt auf dein motorisiertes Fahrrad auf. Das sah ziemlich schnell aus. Ist er. Das ist gefärblich. Ich bin gefärblich. Ich auch.
Los, fahr! Ich fahr durch das Auto so langsam. Mein Gott, mal die Sonntagsfahrer. Oh, ich geb doch schon mein Bestes. Déjà vu! Drängel nicht so. Du drängelst. Du drängelst. Drängeler. Los, mach die Bahn frei. Apache bleibt gleich. Gleich, bum, bum. Ich pack neben dir. Klar. Das ist mein Parkplatz. Ja, Omi, wenn du willst, können wir morgen deine Möbel runterholen. Oh, klar, machen wir. Okay. Ich muss jetzt erstmal Bäumchen noch füttern und Haschisch. Ich muss Haschisch Hallo sagen. Twinkie hat nämlich eine Eule vom Baum geschossen. Ui. Bäumchen heißt die. Weil der Papagei ja weggeflogen ist, aber ich glaube, die hat den getötet. Hallo, Haschisch. Hallo, Haschisch. Oh. Ja, Cookie. Ui. Snickers kannst du selber aufmachen. Du kippst ihm auch nur Scheiße. Und Macarons. Ja, Haschisch. Guck mal, der ist schon abgemagert. Der wiegt nur 35 Kilo. Ja, Kampfkröte. Auf 50 kriege ich den dieses Jahr noch. Willst du den reinsetzen? Wenn du Froschkämpfe hast? Ja. Damit verdient man eine Menge Geld. Machst du das denn auch so mit diesen Pokémons? Schmeißt du den dann? Mhm. Das Haschisch. Twinkie lässt den immer durch einen brennenden Reifen springen. Ui. Aber der kann nach einmal springen, ist der schon kaputt. Ja, glaube ich. Bei so viel Kilo. Okay, Omi, es fängt. Fängt es an zu regnen? Nee. Sah im Teich so aus. Ich gehe schlafen. Bis morgen. Bis morgen. Ja, pass auf dich auf. Na klar. Du Krücke. Du Klotz. Ich meine das nur lieb. Ich auch. Alter Schachtel. Du dicke Schwein. Schreib mich in dein Testament. Oh, nee. Du Wichser. Verlauf dich nicht du wieder. Du Befresser. Du demente Schwein. Bin ich demente. Bye, have a beautiful time. Hey, was geht? Bruder, ich hab einfach die beste Mucke, Alter. Heute war gut. Ja, hat mir auch sehr gefallen. Das ist halt immer, wenn man so eine gewisse Pause hat. So, Chat. Der Pinsel war der letzte. Roxy hatte ich. Eishooker. Bist du noch da, Bruder? Hatte ich für Eishooker vorgelesen? Ich hoffe, dass der noch da ist. Und dass ich den vorgelesen habe. Vielen lieben Dank für heute. Auch dem Part mit The World of Warcraft Pommes. Vielen lieben Dank. Muss ich gleich mal gucken, ob wir da irgendwie... Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann ja mal gucken eben. Weiß nicht, ob man das Ziel da sehen kann, ob man das erreicht hat. Hm. Oh, da steht auf jeden Fall... Da steht gar nichts. Also abgeschlossen habe ich nicht. Aber da steht doch nicht irgendwie von wegen so und so was hat gefehlt oder so. Endet am 24.06. Muss ich gleich mal gucken irgendwie. Herr Curtis, arbeite bei einer Konzertveranstaltung. Wir machen Shows mit Merkules. Wenn du Bock hast, let me know. Wann ist denn das nächste Mal in Deutschland, Bruder? Und uns, da vielen lieben Dank für den Gifted Sub an Svenor. Hat euch denn heute gefallen, der Pilz zumindest? Und WoW Pommes war auch gut.
Aber wie gesagt, auf jeden Fall vielen lieben, tausend lieben Dank dafür, dass ihr euch da reingezogen habt und auch den Support. So, wir sehen uns morgen zum Mad Monday. Lass mich kurz in die Mail schauen. Okay, ich warte noch kurz. Top FP war auch gut, ja. Hat mir sehr gefallen heute. Ich versuche mit aller Kraft ein bisschen was zu verändern. Nicht auf Kampf, sondern auch für mich, dass ich nicht immer diese Downphase da habe. Ich will auch Spaß haben. Meinetwegen jeden Tag, Alter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Ich guck mal, wer noch da ist. Ich weiß gar nicht, streamt Dexus? Ist der Janakan online? Keiner, ich sehe jetzt gerade keinen beim Rüberfliegen. Wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank für alles. War im Mai 2020 geplant und verschieben jetzt auf 2021. Boah, Bruder, du kannst mir gerne mal im Discord schreiben, Alter. Wäre richtig fresh. Coop ist da? Hä, warum? Hat er sich so auf Offline gesetzt? Warum sehe ich den denn nicht? Tatsache, was spielt der denn da? Naraka Blaypoint. Okay, schicke ich euch zu Cooper. Dingensbummens, wir spielen auf jeden Fall nicht morgen, ich denke morgen nochmal EP, aber dann die Woche wird auf jeden Fall Sea of Thieves gezockt, wegen dem neuen Update, was am 22. kommt, an Milas Geburtstag und Human Fall Flat zocken wir noch. Und dann wieder EP. Okay? Ich schicke euch rüber zum Cooper, seid da bitte lieb und nett. Mit dem zocken wir, glaube ich, auch Piratenspiel, weiß ich noch nicht, ob der dabei ist. Und wunderschöne gute Nacht und danke nochmal. Gute Nacht, Chat. Bye-bye. Bye-bye. Und zeigt mir einen Duplo, wenn ihr das jetzt gehört habt. Tschüss, gute Nacht. Bis nachher. Ab 19 Uhr. Tschüss.